Einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Night Talk mit Rico. Heute im ersten Teil habe ich zwei besondere Gäste da, den C-Rock und den Kevin. Und wie gewohnt im zweiten Teil können hier Teilnehmer zu Wort kommen und Fragen stellen oder ihre Geschichte erzählen. Gut, dann kommen wir jetzt zum ersten Teil. Ich habe hier schon den C-Rock und den Kevin gesehen. Herzlich willkommen. Ja, grüß dich, Rico. Hi. Hallo Kevin, grüß dich. Funktioniert C-Rock? Ja, schön. Schönen guten Abend zusammen. Wunderbar, schön. Das hat jetzt mal wunderbar geklappt, jetzt mal technisch. Ja, was haben wir heute vor? Wir möchten gerne heute Videos vom Kevin mal vorstellen. Es geht ja nämlich darum, dass in der Alternativszene ja die flache Erde nicht so respektiert wird, wie es eigentlich sein sollte, weil die Fakten sprechen ja für sich. Und C-Rock, möchtest du kurz übernehmen und sagen, was jetzt auf die Leute jetzt zukommt? Ja, sind ja eigentlich Kevins Videos. Er wüsste ja, glaube ich, besser, wie er die sozusagen introduced, also vorstellt. Ich würde eher vorschlagen, Kevin, sehr gut, hau du mal einen raus, damit man halt weiß, worum es geht. Zwei Minuten eine Intro machen, weil mir ist gerade der Rechner abgeschmiert und ich würde gern drei, vier Folien mit den Kommentaren durchsprechen. Und zwar geht es bei meinen letzten Videos ging es ja um vor allem um Refraktion als Hauptthema und als das war jetzt das erste, die Einladung an alternative Medienschaffende zur Diskussion bezüglich Erdkrümmungsdebatte. Und das zweite Video war jetzt an Flo Plus als Antwort auf sein Video über angebliche Manipulation an Flacherdler. Und da ging mein Video vor allem um die Bitte, Refraktion vorzuweisen. Mhm. Und ich würde gerne die Kommentare zu besprechen. Ich habe jetzt gerade so drei, vier, fünf Folien vorbereitet. Jetzt okay. Ist mir gerade fünf Minuten vorher der Rechner abgeschmiert. Deswegen kennt ein paar Details und ich muss jetzt nur die Präsentation mal hier an mich selber schicken. Da kann ich es auch dann nochmal neu öffnen. Okay. Hast du denn, Rico, diesen einen Kommentar, der ein bisschen länger war, also der Austausch, hast du den ich dir geschickt habe, hast du den da irgendwie griffbereit, dass du die Folien auflegen kannst? Dann können wir ja damit starten vom Grunde. Na, ist klar, kann man machen. Ich hätte hier, du hast mir vier Folien oder vier Bilder halt zugesendet. Müsstest du mir helfen, das erste, zweite oder dritte, vierte, was du meinst? Dann kann ich es gleich einblenden. Das erste, weil fängt ja oben an. Okay, ist schon eingeblendet. Genau, kannst du ein bisschen kleiner machen, also ein bisschen mehr aufs Fenster, weil sieht links und rechts ist abgeschnitten. Links und rechts, das ist eigentlich das volle Bild, was ich hier eigentlich eingeblendet habe. Warte mal. Mehr habe ich nicht. Okay, da muss ich hier mal so drücken. Ja, wahrscheinlich liegt das an meinem Bildschirm, warte mal. So, also vielleicht zum Hintergrund, das ist jetzt das Video, was der Kevin ganz aktuell gemacht hat. Da ging es halt darum, dass der Flo Plus hat ja den Menschen, die halt die Erde nicht so sehen wie er, sozusagen vorgeworfen, dass man mit schwarzer Rhetorik und so weiter, seine Seite präsentiert. Und das Interessante ist ja im Zusammenhang, ich kenne das Video gar nicht von ihm, deswegen weiß ich nicht, was genau ist. Ich gucke mir eigentlich gar keine Videos an von ihm, weil irgendwann ganz am Anfang meiner Zeit habe ich mal was gesehen und da war irgendwie schon für mich klar, er ist nicht mit guten Absichten unterwegs, wie man auf Englisch sagt, mit good faith, wie man so schön sagt, ja, sondern er versucht halt über bestimmte, psychologische Aspekte bestimmte Dinge seinen Mitmenschen mitzugeben, ohne halt wirklich das volle Bild zu präsentieren. Ich weiß nicht, wer der eine oder andere meine Vorträge kennt. Kennt er den Begriff in dem Zusammenhang Gaslighting? Vielleicht da nochmal, weil ich das in den Vorträgen zwar immer wieder erwähnt habe, aber das ist ein klassisches Instrument, nicht nur jetzt bei Globus-Anhängern, sondern allgemein, das haben wir auch während der letzten vier Jahre gesehen, man versucht eben, Menschen etwas vorzugaukeln, sie in ihrer Sinneswahrnehmung zu täuschen, um halt ihnen
sozusagen zu vermitteln, das ist ja gar nicht so, wie du das vorstellst. Und ursprünglich kommt es eben aus den 30er, 40er Jahren, dieser Begriff Gaslighting, weil das heißt ja irgendwas mit Gas und Licht. Mhm. Und das rührt daher, dass es eben einmal ein Theaterstück und ein Film später in den 40er Jahren gab, wo quasi ein Ehemann seine reiche Frau sozusagen betuppen will, damit er sie quasi beerben kann, und hat dann in dem Zuge immer wieder ihr versucht zu vermitteln, dass sie eigentlich nicht bei ihren Sinnen ist, indem er immer wieder das Licht, was im Haus eben so gasbetrieben war, solche Lampen an den Wänden, hat er immer heller und dunkler geschaltet, und sie hat dann darauf reagiert, hat gesagt, merkst du das denn nicht? Nein, nein, Schatz, das ist nicht so. Und er wollte ihr damit halt sozusagen suggerieren, dass sie komplett irgendwie sich das nur einbildet. Ja? Mhm. Und wenn ihr jetzt halt das Video vom Kevin seht, dass eben der Kevin als Antwort auf das Flo Plus Video, was ich nun mal nicht kenne, weil ich mir seine Videos nicht angucke, aber ich habe mir halt seins angeguckt. Und das Interessante ist, ich hatte halt vor geraumer Zeit mit dem Thomas hier, das ist der oben mit dem Bild abgebildet ist in den Kommentaren, von Conscious Love, das ist ja so eine Dating-Plattform, ja, und da hatte ich ja vor geraumer Zeit irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das schon ein Jahr her ist, ein Interview zum Thema Matrix, wir leben in einer Matrix und so weiter. Mhm. So, und er hat dann einfach nur geschrieben in den Kommentaren unter Kevins Video, wer die Wahrheit sagt, wird verfolgt, verhetzt und mit Trollen überschwemmt. Von daher immer ein Kompliment, Trolle um sich zu haben. So. Und dann ist es halt sehr wieder anschaulich, wer meldet sich zu Wort? Die üblichen Verdächtigen. Also er hat ja grundsätzlich keinen konkret angesprochen, sondern er hat ja nur gesagt, da sind Trolle wieder hier unterwegs. So. Und dann meldet sich, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber die ist ja unter meinen Interviews und Videos auch immer wieder vorzufinden. Die sind immer dieselben, ja. Die, ja, diese Roxy oder dieser Roxy Lindholm 5179. Und dann sagt sie, ich sage jetzt mal sie, eine Behauptung, die sich der etablierten Lehrmeinung entgegenstellt, muss sich rechtfertigen und sich Fragen und Kritiken stellen. Da müssen alle durch. Also sie, ich sage wieder sie, meint, weil ganz viele etwas glauben, muss es auch richtig sein. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal ein Denkfehler, ein Logikfehler, weil natürlich auch sie in ihrer eigenen Weltanschauung des Globus müsste ja eigentlich, wenn sie das alles glaubt, was sie gelernt hat, müsste ja eigentlich verstehen, dass Galileo Galilei eigentlich derjenige war, als Aussätziger, der sich komplett gegen diese ganze Geschichte gestellt hat. Und in ihrer Denkschranke müsste sie ja eigentlich sagen, das geht gar nicht. Aber sonst hätte sie ja eigentlich gar nicht ihren Globus bekommen nach dem offiziellen Narrativ. Das ist halt immer so diese Absurdität, dass sie gar nicht merken, wie sie eigentlich am Argument vorbeireden und einfach nur drauf losplappern. Und dann geht es ja so weiter, wie ihr seht, sehr lang. Mach mal das zweite Bild. Ich weiß nicht, wann das kommt, warum es dann geht, weil ich werde dann auch irgendwann erwähnt, obwohl ich da gar nicht dabei bin. Mhm. So, dann hier seht ihr ja, das geht dann hier, dann kommt noch dieser Enrico Cavallo, das ist auch so ein Spezialist. Ja, und der Thomas, der meldet sich dann auch immer zwischendurch zu Wort. Mach mal die nächste Folie. Ich meine, die Leute können das ja dann stoppen, wenn sie es alles lesen wollen. Also mach mal die dritte. So, und dann kommt hier wieder die Roxy und dann kommt hier unser Freund Carlos Snappos. Das ist auch einer von den Spezialisten, die immer über, ich weiß nicht, ob die Meldungen bekommen, irgendwoher, ich weiß gar nicht, wie die immer sofort diese Videos finden, wenn irgendwo einer ist, weil es geht ja noch nicht mal immer um die flache Erde oder im Titel ist das gar nicht drin. So, und dann seht ihr hier, der fängt ja dann an, du meinst den Vortrag von Z-Rock, diese 12-stündige PowerPoint-Präsentation auf diesem Wahrheitskongress, wo man sich seiner E-Mail-Adresse registrieren und dann Erkenntnispakete kaufen soll. Erstmal grundsätzlich, das ist ja jetzt, wie ihr seht,
relativ kurzfristig das Video veröffentlicht. Und wenn er wirklich recherchiert hätte, hätte er wissen müssen, dass am Tag der Wintersonnenwende, am 21.12., alle Videos von mir, also alle 6 Teile, alle 12 Stunden, ohne E-Mail-Adresse, ohne irgendwas, freigeschaltet worden sind. Ja? Mhm. Und das war ja damals nur, das ist nun mal so bei diesen Kongressen anscheinend, die möchten natürlich Kontakte sammeln, um halt wieder und wieder und wieder natürlich ihre zukünftigen Kongresse an den Mann zu bringen. Und da kann ja jeder freiwillig mitmachen oder es sein lassen. Aber grundsätzlich ist das ja eine Falschaussage, die er tätigt, weil er hätte ja eigentlich wissen müssen, bei YouTube gibt's die ganzen Videos mittlerweile, weil irgendwer die hochgeladen hat, bei Odyssee und eben auch der Steffen hat halt die Seite erweitert, die immer schon zur Verfügung stand nach den Wahrheitskongressen in 2021, dass eben die Videos jetzt jedem zugänglich sind, Tag und Nacht und auch nicht durch Zensur irgendwie blockiert werden können. Ja, so. Und dann seht ihr ja, wenn ihr das euch durchlest, wie das so alles, wie er dann so herzieht mit hier, also nein, Xerox hat nichts bewiesen, außer seinem Willen zur Manipulation und Täuschung, ja, aber so, und jetzt machen wir weiter. Xerox, ja, ganz kurz, okay, ja. Na, ich wollte nur kurz sagen, das ist so typisch für Trolle, dass sie nachher irgendwelche markante Punkte raussuchen und es hervorheben, obwohl es überhaupt nicht stimmt, ja. Und das findet man bei meinen Kommentarseiten auch, unter, bei meiner YouTube-Seite, also auch ganz typisch, wie sie hier vorgehen. Ja. Ja, und dann, und jetzt machen wir die letzte, das ist jetzt das vierte Bild, ne? Und dann kommt ja wieder unsere Freundin Roxy. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das größer hier kriege, weil ich sehe links, ich sehe rechts das so abgeschnitten. Okay. Warte mal, kannst du das ein bisschen kleiner machen, vielleicht das Bild oder so? Kann ich mal versuchen. Aber vielleicht schaust du über ein Handy, bist du jetzt über ein Handy in Telegram drin oder über einen PC? Nee, ich hab einen großen Bildschirm. Oh, jetzt habe ich es, ich habe es mal quer gedreht. Warte mal, ich habe es quer gedreht. So. Also dann antwortet sie ja ihrem Freund, dem Carlos, ja, ein echter Flacherdler ist in der Regel, jetzt haltet euch alle fest, ne? Ein echter Flacherdler ist in der Regel ungebildet und wenig intelligent. Ja, so. Das ist erstmal die grundsätzliche Meinung, die sie hier hat über jemanden, der halt nicht ihre Weltanschauung hat. So. Wer aber mit gut gegliederten, wohl grammatisch formulierten Sätzen aus dem Zusammenhang gerissene, wissenschaftlich klingende Worthülsen produzieren kann, besitzt meist genügend Intelligenz, um selbst nicht an eine flache Erde zu glauben. Ja, so, und jetzt? Entweder ist der Flacherdler nicht schlau genug, ja, um die Flacherde-Unsinn zu durchschauen, oder er ist ein Betrüger und Lügner. Xerox ist ein Betrüger, Lügner und Abzocker. So, und ich würde gerne, ich meine, ich finde das ja spannend, ja? So, und das ist immer dieses Interessante. Ich meine, oben beschwert sich jemand, obwohl er gar nicht angesprochen sich fühlen müsste, mit dem Begriff Troll, ja? Und dann nimmt sich einer einen sozusagen raus und sagt, ja, der ist ja nicht blöd. Und weil er nicht blöd ist, muss er in ihrer Weltanschauung dann auf einmal ein Betrüger, Lügner und Abzocker sein. Und das ist halt dieses Gaslighting, dieses einfach nur rumblubbern, damit sie irgendwie den Leuten da irgendwie was klar machen wollen. Also, Leute, bringt doch Argumente und liefert doch und dann ist doch gut. Aber es hilft doch nichts, diese Ad hominem-Angriffe. Und ich kann doch nichts dafür, dass du meinst, ich bin schlau oder wie auch immer. Das ist doch gar nicht mein Ansatz. Ich präsentiere doch nur etwas, was wir alle Menschen wahrnehmen auf der Welt oder was Wissenschaftler selber sagen oder was Piloten selber sagen und so weiter, das ist doch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das doch gar nicht erfunden, ja? Und da kann ich doch jetzt nichts für, aber dann sich da hinreißen zu lassen, sozusagen wirklich einem was zu unterstellen. Ich meine, betrügen, ich kann ja einfach zu naiv sein, das alles zu glauben. Ich lügen bedeutet ja, ich mache das absichtlich. Ich kann aber, wie wir ja gesagt haben, ich kann ja Gravitation, ja, erzählen, dass es die gibt, weil ich das einfach nur glaube. Ich muss ja nicht lügen, dass das
alles stimmt, was ich mal gelernt habe, dass das nicht stimmt, was ich gelernt habe, sondern dass es einfach grundsätzlich, ich das akzeptiere und diese Lüge ich gutgläubig weitergebe. Und abzocken bedeutet ja, ich muss ja irgendwas davon haben. Also was ich bislang davon gehabt habe, ist, dass ich eben Menschen kennengelernt habe, die halt mit mir in den Austausch gegangen sind. Bei dem einen hat es mehr gefruchtet, bei dem anderen hat es weniger gut gefruchtet, ja, der persönliche Austausch. Aber grundsätzlich, ich habe da jetzt erstmal abzocken, bedeutet ja, ich habe da ja irgendwas, so sehe ich das, materialistisch, mir einen materialistischen Vorteil geholt. Und wenn ich mal die Zeit, die ich da rein investiert habe in die ganzen Vorträge von der Erstellung, ich glaube, da kann ich Jahre noch drauf warten, wenn ich das als DVDs verkaufen würde, dass ich da irgendwie Geld mit verdienen würde. Ja? Ja. So, aber das ist ja diese Absurdität. Ich habe auch, das hab ich vielleicht schon mal gesagt oder auch nicht. Ich habe immer zum Steffen gesagt, ich weiß, ihr müsst Geld verdienen, macht das mit dem Wahrheitskongress. Ich will nur freie Bühne haben, so viel Zeit, wie ich bekommen kann. Und damit am Ende alles frei zugänglich ist, möchte ich, dass dann halt wirklich so eine Seite kreiert wird. Und das war eigentlich meine Entlohnung von Steffen. Er hat dann halt die Arbeit reingesteckt, nachdem er das alles geschnitten und so weiter hat, die Videos im Sinne von vorne und hinten so die Musik reingearbeitet, so und hochgeladen, hat er halt diese Seiten kreiert. Das war sozusagen meine Entlohnung und Belohnung. Und diese Roxy soll ja dann, wenn sie doch Beweise hat für ihre Aussagen, soll sie doch rüberkommen. Aber das ist ja wie mit dem Globus. Die haben keine Beweise. Ich habe ja jetzt eine Diskussion mit jemandem gehabt. Ich frage, was ist mit der Erdkrümmung? Und dann kommen die und sagen, ja, der Horizont ist aber gar nicht geometrisch, also physisch, keine physische, sondern der ist nur visuell. Das ist ja die neue Leier von den Leuten auf der Globusseite, dass das ja alles nur optisch ist. Ja, aber das ist doch die flache Erde-Position, dass wir sagen, Himmel und Erde oder Himmel und Wasser berühren sich, das ist der Horizont, das ist nur eine scheinbare Grenze, das ist nur ein scheinbares Berühren. Und je nachdem, wie weit ich weg bin oder wie die Sichtbedingungen sind, ist der mal weiter weg oder ist der mal näher weg für mich, ja? So, und das kann ich halt nicht begreifen, warum die denn solche Dinge von sich geben. Man kann doch, sage ich mal, vernünftig miteinander reden, aber solche Argumente, fühl dich doch nicht angesprochen, liebe Roxy, als Troll, ja? Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann brauchst du aber nicht andere in deinem Frust zu attackieren und irgendwelche Unterstellungen zu machen. Ne? So genau. Viel dazu erstmal. Ich fand es halt sehr interessant, wie eben die sich um Kopf und Kragen reden, keine Substanz haben und einfach nur wirklich diese schwarze Rhetorik selber benutzen und eben selber einfach dieses Verwenden, was sie sagen, dieses typische Projektion nach Carl Jung, ne? Was Peter über Paul sagt, verrät mehr über Peter als über Paul. Ja. Ich meine, sie können so viel sagen, wie sie wollen, solange sie auch nicht einen Beweis für die Kugelerde auch hinlegen können und zeigen können, machen wir hier weiter. Also Unterstellungen sonstig hilft nichts, das sind keine Beweise. Wir warten ja immer noch auf echte Beweise von der Kugelerde oder vom heliozentrischen System. Deswegen machen wir hier die ganze Arbeit, deswegen dieser ganze Aufwand und diese Anstrengung, die Energie, die wir einsetzen, um aufzuzeigen, das sind ja Fakten, die wir hier aufzeigen. Das sind ja nicht aus den Haaren herbeigezogen. Und ja, Kevin? Wolltest du das sagen, glaube ich? Wir hören dich nicht, Kevin, dein Mikro. Oh, sorry, jetzt so. Bin ich. Jetzt hören wir dich. Ja, und zwar, was dann den Inhalt angeht, gut, beleidigt wurde halt auch einigermaßen viel in den Kommentaren. Ich habe das jetzt, sonst lösche ich ein bisschen was, wenn es nur Beleidigungen sind, dann lösche ich das raus. Jetzt habe ich es mal stehen gelassen, weil ich fand es ein tolles Beispiel, dass, obwohl das Thema ist, man sollte ja nicht Strawmannen, das ist ja noch nicht mal die Beleidigung, sondern Adhommen, als würde das Video nicht geschaut werden und es wird dann in den Kommentaren trotzdem so weitergemacht. Das ist ja dann ein bezeichnend und ein schönes Beispiel, dass das genau von der Seite kommt. Zum Inhalt.
Wer das Video gesehen hat, ich habe ja schon gedacht, ich habe schon fast zu viel und zu oft, ich mache das ja in fast jedem Video, dass ich das doppelt und dreifach einfordere, bitte zeigt doch einmal Refraktion um eine Krümmung. Und ich sage das ganz genau in Luft des Sichtspektrums, des gesamten Sichtspektrums. Und und wenn das nicht gemacht wird, dann habe ich eben erwähnt, dann ist das auch eine Reifikation im Sinne von Verdinglichung, dass man ein Konzept, welches nicht, welches nur ein Konzept ist und noch zu beweisen ist, vergegenständlicht als wahr angenommen wird. Mhm. Und dann ist das immer so ein Auseinanderpicken eben. Nein, das ist keine Reifikation in den Kommentaren. Es ist immer nur ein Zirkelschluss, wird behauptet, obwohl man Reifikation auch als nur Verdinglichung benutzen kann. Und dann sei ja die Erde schon genau vermessen und ihr Durchmesser durch verschiedene Methoden konsistent bestimmt, schreibt Carlos Nappos. Und dass ich dann schreibe, dass es dann nur ein Annahmen sind, auf denen die anderen Methoden bestehen, wie Sonne, weite Sonne, größere Sonne von Eratosthenes, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und da ist dann der Zirkelschluss auch vorhanden, wenn man den Radius, weil man den Radius ja braucht, wenn man davon ausgeht, dass die Refraktion immer auf Augenhöhe kommt. Ein besserer Begriff wäre vielleicht, es ist nicht widerlegbar. Denn wenn man den Regler so ziehen kann, wie man möchte, ohne irgendwas in die Richtung im Kleinen zu demonstrieren und das nur im Großen macht, dann ist das kein ist das zu Beweisende noch ausstehend zu beweisen und noch gar nichts gemacht in die Richtung. Genau, das war dann meine Antwort darauf. Denn es ist ja bei YouTube dann auch so, ich kann nicht sagen, ob jetzt jemand selber seine Kommentare löscht. Floplus ist dann erst später irgendwann eingestiegen, beschwert sich dann, dass Kommentare wieder gelöscht werden. Und ich sehe sie jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir den extra gespeichert, wollte ihn jetzt zeigen, den Kommentar von Floplus. Ich kann ja noch mal kurz ausführen, Kevin, weil vielleicht die Zuschauer manche ja gar nicht wissen, was mit Refraktion. Jetzt hast du ja Reifikation und Refraktion gesagt. Genau. Das ist ja immer, das sind halt zwei Begriffe, die hören sich gleich an. Also sind zwei unterschiedliche erstmal Begriffe. Ne? Reifikation, wie schon gesagt, hat ja der Kevin richtig gesagt. Du sagst zum Beispiel, gib mir mal ein bisschen mehr Zeit. Ja, dann stellt sich ja jeder vor, ich packe mir jetzt 2 Stunden, 5 Stunden Zeit in eine Tasche und habe dann die, wenn ich sie brauche, griffbereit. So ist es ja nicht. Deswegen, das nennt man Verdinglichung. Ja, das heißt, ich gebe physische, sage ich mal, Eigenschaften einem nur gedanklichen Konstrukt. Das nennt man Reifikation. Und die Refraktion ist ja das, was wir ja immer unter Lichtbrechung verstehen, wo ja dann sozusagen, ich nenne das ja die sozusagen die Trinität beim Globusglauben, die sagen ja, dass ich um die Kurve gucken kann, liegt halt an der Lichtbrechung. Wie der Kevin richtig gesagt hat, nie hat einer etwas hervorgehoben, was tatsächlich nachweislich vorher hinter einer physischen Barriere war. Also quasi, ich stehe jetzt auf einer Wiese, ja, und ich stelle mir die vor und in der Mitte von der Wiese habe ich eine Mauer und dahinter stelle ich irgendwas, einen Fußball oder einen Tisch oder irgendwas und ich erzeuge jetzt eine Atmosphäre unter den Bedingungen, dass ich da ganz normal in Richtung die Mauer gucke und dann, obwohl ich über die Mauer hinweg gucke, sehe ich aber trotzdem den Tisch hinter der Mauer. Das hat noch nie einer in der Realität nachgewiesen. Und das kann ja auch nicht sein, weil was die immer für Argumente bringen, ist ja, es krümmt sich, weil ja das Licht sich
bricht an den unterschiedlichen Medien. Das kannst du ja auch zeigen, wenn du solche Prismagläser nimmst, solche Dreiecke, dann kommt das Licht, so ein Lichtstrahl, und dann wird das gebrochen. Also es kommt von Luft in Glas oder in Plexiglas. Und dann siehst du, weil das Plexiglas eine höhere Dichtigkeit hat, bricht es nach unten weg. Ne? So, wenn du von der Seite drauf gucken würdest. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich durch eine Luftschicht gucke, die können nicht zeigen, dass die Luftschicht dazu führt, weil es gibt ja nur eine Luftschicht. Es gibt ja nicht, hier habe ich eine Luftschicht, die ist so dick, dann ist die so dick, so wie Glas oder Wasser oder so, wo ich wirklich eine Grenze habe und die Lichtbrechung, wenn ihr euch das mal anguckt, Videos auf YouTube oder Physikbücher, die Lichtbrechung passiert ja immer an den beiden Berührungspunkten von den Medien. Das passiert ja nicht mehr mittendrin. Ihr seht dann auch, dass dann, wenn das Licht einmal von der Luft kam, ins Plasma, in dieses Glas gekommen ist, dann bricht es einmal, dann führt es so weiter, bis es wieder austritt, wenn es lang genug ist, das Licht, der Laserstrahl zum Beispiel, dann bricht es wieder nach oben weg, ja, so, weil es dann in ein dünneres Medium wiederkommt. So, und das ist eben dieses Problem, was sie halt haben, und dann siehst du halt alle möglichen, sage ich mal, alle möglichen Phänomene, ob es eben Chicago Skyline ist oder du siehst diese Canigou-Berge, die ich ja alle auch in meinen Vorträgen hatte, diese Beispiele. Und jedes Mal, bei jeder Sache, kommen die mit Refraktion. Das ist so dieses Allheilmittel wie Gravitation und genauso wie Referenzrahmen. Das sind die drei Sachen, die sie immer bringen. Nee, ich merke die Geschwindigkeit nicht, egal wo ich bin, ja, egal welche Geschwindigkeit, weil Referenzrahmen. So ist das. Das ist so ein Totschlagargument. Nee, ich kann ja hier kein Vakuum merken, dass ich da sozusagen irgendeine feste Barriere haben muss, weil die Atmosphäre wird ja durch die Gravitation festgehalten. Alles wird durch die Gravitation festgehalten. Aber bleiben wir doch erstmal noch bei Refraktion, bevor wir. Nee, ich wollte das nur sagen, diese drei Sachen, damit die Menschen das halt mal gehört haben. Und Refraktion ist eben, wie du es ja richtig gesagt hast, eben die Lichtung. Heilige Trinität des Globus. Also Flo Plus behauptet ja, dass es ein bekanntes Brechungsgesetz von dem Brechungsindex von Luft gibt. Das klingt jetzt immer schön und oben ist die Dichte auch mal anders als unten und andersrum. Aber dann demonstriert es bitte, dass dieser unterschiedliche Brechungsindex auch nur in Luft um eine Kurve funktioniert. Er schreibt als Kommentar zur Refraktion, dass sie Objekte scheinbar anhebt, da das Licht in der Regel nach unten gebrochen wird. Setzt also als ersten Teilsatz schon mal das Ganze voraus, dass das so ist. Nächster Teilsatz setzt überhaupt keine Annahmen über den Erdradius voraus, weil das ist denen ja wurscht, weil es ist sowieso, es hebt sich ja sowieso immer auf Augenhöhe, ist die Annahme. Nur das ist das, was noch zu beweisen ist. Dann sagt er, das folgt aus dem Aufbau der Atmosphäre. Luft wird nach oben hin dünner, dem bekannten Brechungsgesetz von dem Brechungsindex von Luft. Dann zeigt mir in diesem nur Brechungsindex von Luft, dass dieses Phänomen um eine Kurve brechen kann. Das beste Beispiel, was er gebracht hat, war von Jesse in seinem Video, wo oben er einen Fischtank hat Eiswürfel reingemacht, oben hat es aufgeheizt. Und unten waren Eiswürfel drinne, hat jetzt nur durch Luft geschaut und es finden Verschiebungen statt von dem Haus ganz hinten, aber es ist nirgendwo eine Barriere eingezeichnet. Also es ist immer nur das, was wir sowieso schon sehen, was verschoben wird oder gestaucht wird oder auseinandergeschoben wird, wie bei dem, helft's mir schnell, wie heißt das Beispiel, wo man, was ich auch im Video habe, wo es so schnell rauf und runter geht, bei dem ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, dieser Timelapse von dem Mirrorline, redest du davon? Skunk Bay. Genau, Skunk Bay. Sieht man ja schön, wie alles mal rauf und runter geht und aber nie wird etwas hinten wieder was verdeckt, was von Anfang an verdeckt war, wieder erscheinen. Und da wollten sie mit uns auch diskutieren, dass das irgendwo, dass sie das meinen zu sehen, aber genau das aber da oben, genau. Ja, haben sie nicht. Achso, du zeigst da gerade was. Ich,
Muss man schauen. Genau, das. Er zeigt gerade das Gangbay. Er zeigt gerade das Gangbay oben. Genau. Ja, also das war es eigentlich zur Refraktion, weil das ist ja das Wichtigste bei dem Thema, dass wir das einfordern müssen, das, was noch zu beweisen ist, das brauchen wir. Und ich habe ja in meinem Video dagegen vier Mechanismen gezeigt oder nur mal das Intro gezeigt davon. Das kannst du mal am Anfang die vier Sachen einblenden. Das müsste irgendwie bei 2 Minuten sein oder so. Ich kann jetzt selber nochmal schauen. Die verschiedenen Mechanismen, bei 1:05. Da hast du Gründe für das Verschwinden von Objekten, was passieren kann. Und was wir auch nachweisen können. Und dass da jetzt versucht wird, und das Gute ist ja, ich zeige danach ja auch noch, dass es ja auch ein Irrtum ist, wenn man jetzt sagt, irgendeins von diesen vier oder Punkt, Punkt, Punkt mache ich ja auch noch, ist jetzt nicht der Fall. Und deswegen kann das alles nicht stimmen, sondern es können ja verschiedene Phänomene auftreten. Wellen sind ja nicht immer hoch, aber und die Auflösungsgrenze, dass man unten zu nah am Boden ist, ist ja auch nicht immer der Fall. Aber im Gegensatz zu den Heliozentrikern haben wir ja die Demonstrationen im Kleinen sogar im korrekt skalierten Stil, wo etwas Kleines verdeckt wird und im richtigen Maßstab hinten von etwas Größerem. Luft, am meisten sieht man halt diese Temperaturunterschiede, dass das oft dazu führt, dass eine Tür wird aufgemacht, Temperatur wird unterschieden, unten erhöht. Etwas verschwindet. Etwas verschwindet vorne, genau. Das sind so kleine Ohrringe zum Beispiel da. Das ist ja demonstriert, dass es diesen Effekt gibt. Und jetzt haben wir halt ein bisschen mit Leuten diskutiert, dass da versucht wird, jetzt die Winkelauflösungsgrenze wegzunehmen. Ein logisches Phänomen, wenn der Winkel unten kleiner ist, dass da die Perspektive exponentiell schneller unten zusammenläuft, wenn man ganz nah unten dran ist. Da zeige ich ja das Diagramm. Wenn man zu nah unten an einer Oberfläche ist, dass sich da die unteren Ebenen vermischen können, ist auch sehr oft gezeigt schon. Also da braucht man über einzelne Versuche jetzt gar nicht so sehr versuchen, irgendwas zu finden, weil es ist ja teilweise schon lächerlich, dass 3 oder 4 Mal geschrieben wird in den Kommentaren, der Boden ist gekrümmt von Hotelfluren. Wird angenommen, dass es gekrümmt ist. Es ist ja keine Garage, der mit Abfall gemacht wird, mit Drainage, sondern ein Hotelboden wird nach Level gebaut. Und selbst wenn es runterginge, wäre das für beide Kameras gleich. Ich zeig eben ein Beispiel, wo jetzt eine größere Kamera, eine mit größerer Objektivweite und ein iPhone gezeigt wird im Vergleich. Einmal sieht man das Licht und einmal sieht man es nicht mit dem iPhone. Und das beste Beispiel, ein gutes Beispiel ist, dass man, wenn man nach hinten weggeht mit derselben Kamera, wenn man eine Kamera hat und etwas von vorne filmt und mit derselben Kamera weggeht und weiter nach hinten geht und jetzt kannst du das vielleicht nochmal raussuchen, Zirok? Ich bin gerade mehr am Sprechen, als dass ich jetzt da das noch rausfinden kann. Dass wenn man weiter hinten ist mit derselben Kamera und die am Boden hat, dass unten die Ebenen auch vermischen können. Und da kann keiner sagen, da ist jetzt der,
die Kamera anders, der Zoom ist vielleicht größer, du hast ja dieselbe Kamera und hast die weiter und tust die weiter zurück und man sieht unten weniger. Und weil es gerade kam, sagt jemand, ja, du hast du, das ein die, das verarbeitete Format könnte ja könnte weichzeichnen. Du kannst ja durch die Kamera schauen und dir das anschauen. Das ist, du hast ja auch nicht das Rohbildformat, wenn du durch die Kamera schaust. Es sind ad hoc Glaubensmuster, die ganz schnell irgendwie versucht werden, etwas zu finden. Jeder sagt auch was anderes. Also genau das, was den Flacherdlern vorgeworfen wird, dass wir kein einheitliches Modell haben, ist klar, dass wir jeder forscht halt für sich, aber bei den Heliozentrikern sehe ich das oft, dass schnell irgendeine Ausrede versucht wird zu finden, so schnell wie möglich und da nicht viel nachgedacht wird. Schwimmender Boden, gekrümmter Boden, es ist, ich kann mir das teilweise nur in Portionen geben und nicht immer reinschauen in den Kommentaren. Ich versuche eher das meiste zu beantworten. Hast du jetzt dieses Beispiel dann noch gezeigt, Z-Rock? Oder können wir das irgendwie von dir noch kriegen? Oder soll ich, warte, ich kann es dir sonst auch schicken, Rico, oder? Mhm. Welches denn? Was meinst du denn? Mit der Turnhalle. Ach so, mit den Toren da? Genau. Ja, ja, kannst du mal machen. Ja. Rico, schick dir. Du hast doch immer so super viele Bilder. Hast du ein Bild von einem schönen Hotelflur, der schön so die Perspektive zeigt? Leider nicht, habe ich das nicht parat, das okay. Mit dem Hotelflur. Okay. Aber warte mal kurz, unter Perspektive habe ich das. Das ist es nicht. Aber da habe ich auch eine Einblendung von dir. Wo ist das? Da. Diese hier? Ja, ja, das ist ja jetzt Raster. Ich hätte ganz gerne so einen Raum gehabt. Ja. Diese Froschperspektive zeige ich am Anfang, aber ich kann ich hier auch teilen? Ja, klar. Sollte gehen. Ich habe es dir bei Telegram geschickt, Rico. Geh mal auf Privatnachricht, schau du mal. Gut. Also das Video jetzt, ja. Ja, ja. Kurzen Moment, Link kopieren. So, bin gleich soweit. So. Man sieht am Anfang, wenn du näher am Boden dran bist, die ganz rechts, die Froschperspektive, du bist näher unten, also unten näher als die Mitte des Objekt, das unten es wirkt, als würde es exponentiell zusammenlaufen und anders als wenn man jetzt genau bei der Mitte ist. Das ist jetzt das Winkelphänomen. Die Winkel laufen unten schneller zusammen. Jetzt hast du da diese schwarzen Streifen unten. Jetzt gehst du mit derselben Kamera weiter weg und du siehst jetzt hier diese zwei Bilder und den Unterschied. Einmal siehst du mehr von den Streifen. Und da siehst du weniger, weil wenn du weiter weg gehst. Okay. Ja, sagt ihr, wenn ihr noch was zur Refraktion habt, sonst gehe ich die anderen Punkte durch. Es war zum Michelson-Morley halt das Übliche, aber es wird ja immer nur bei Wikipedia gelesen, dass geglaubt wird, dass der Äther widerlegt ist mit dem Experiment und das wird dann einfach wiederholt, obwohl im Paper selber steht, wenn es ein Äther gibt, dann ist der Einfluss sehr klein. Also das sagen sie jetzt selber drauf, es müssen mehrere Experimente gemacht werden, noch um das genau zu bestimmen. Und Einstein sagte dann auch selber, wenn Miller, der jetzt
diese weiteren Experimente gemacht hat, wenn der recht hat und sie seine Angaben stimmen, dann zerfällt die Relativitätstheorie wie ein Kartenhaus, kann man das Zitat nachschlagen, und Miller hat da 5 Millionen Experimente gemacht dazu und hat eben herausgefunden, dass es eine Periodizität gibt, also ein unterschiedliches Messen über den Jahresverlauf. Mit der Sonne wird es mehr, also gerade wo die Sonne sich befindet, eine ganz leichte Veränderung, zeige ich ja den Screenshot auch im Video. Und ja, die Erde eiert nicht, und von daher dieses Argument, da mache ich, glaube ich, nochmal ein Video zu. Es ist nur Wikipedia-Nachgerede, und ja, dann wurde halt eine Schmierenkampagne auf den Miller angesetzt, um seine Versuche zu verurteilen von Shankland, und der hat aber nur sich ganz wenige 20, 30 Versuche von dem angeschaut, wo gerade Miller gesagt hat, er will versuchen, die Ergebnisse möglichst auf Null zu bringen, um einen Äther zu zeigen. Also das heißt, wenn man die Versuche macht in einem Keller oder abgeschottet, dann kriegt man nicht so hohe Ausmessungen, wie wenn man jetzt raufgeht. Denn der Äther, den kann man besser nachweisen, wenn man höher sich bewegt und nichts abschottet. Genau, und also das übliche Missrepräsentation und Schmierkampagne. Auch erst nachdem er gestorben war, wurden dann diese Sachen rausgebracht gegen ihn, wo er sich dann nicht mehr wehren konnte, obwohl er, immer wenn es Kritik gab, hat er die nochmal 100.000 Versuche gemacht, um die nochmal anzupassen. Also diese Äther-Theorie ist sehr spannend und sollte man ein Auge drauf werfen, weil es auch in der Neuzeit eben mit Wang, einem Chinesen, und Russen, Galeaev, Leute gibt, die das noch weiter verfolgen. Robert Bennett auch aus Amerika. Von daher ist da ist die Sache ziemlich eindeutig, wenn man sich den Äther anschaut. Genauso das geht darüber über, dass GPS auch in eine Richtung korrigiert wird. Und ja, die Rotation ist halt ein eigenes Thema, dass die widerlegt ist mit diesen Versuchen, und ein Äther besondere Einflüsse hat und einen eigenen Mechanismus. Nur wie der jetzt genau ausschaut, das ist jetzt das Spannende, wo jetzt Modelle erstellt werden. Ja, das war ein Thema. Dann gab es ja noch Horizontabfall. Da möchte ich halt immer drauf raten, das wirklich so weiterzugeben, dass der Horizont in Richtung Augenhöhe, na gut, das habe ich, sage ich ja im Video auch schon, und nicht genau hin zur Augenhöhe geht. Und ja, man kann sich diese Videos, die ich da zeige, da gibt es noch viel mehr Beispiele auch von Hochheißluftballons, die auf enorme Höhen gehen, und wenn man das mit diesem Modell vergleicht, das passt halt gar nicht zusammen. Der Globus müsste auf 30 Kilometer schon signifikant fallen. Kilometer, 30 Kilometer. Ja. Mhm. Weil du das vorher kurz angesprochen hast, ich habe ja vor ein paar Tagen ja auch ein Video bei mir am YouTube hochgeladen, nennt sich die imaginäre Krümmung am Horizont, und davon hast du ja auch gerade gesprochen. Also wenn ich es mal kurz abspiele, also sieht man ja auch die Temperaturunterschiede, was das für einen Effekt verursacht, und spielt er schon ab. Und jetzt steigt auch gleich die Kamera hoch, wenn ich mich nicht täusche. Aus diesem Grund behaupten manche Leute, also hier sieht man, dass die Temperaturunterschiede schon einen Effekt auf die
Optik macht. Also hier sieht man die Augenhöhe, also die Linie ist hier die Augenhöhe und alles darunter. Sieht es so aus, ob der Horizont gesunken wäre. Also das ist mal ein Experiment im kleineren Modell und im größeren, so wie beim das Beispiel mit dem Felix Baumgartner. Also wenn man hoch aufsteigt, sieht der Horizont dann abgesenkt aus, aber es liegt auch an diesen Effekten, wo es optisch so ausschaut, als ob der Horizont abgesunken wäre. Kannst du mal kurz vorspielen, wie es da anders ausschaut hier, wenn die Kamera rauf und runter geht? Wo ist denn das jetzt? Das wird danach. Das Interessante ist ja, dass die Pfeiler links und rechts ja noch zu sehen sind und nur die Straße halt verschwimmt. Genau. Das ist eine Art Fata Morgana und jetzt steigt die Kamera hoch und man sieht dann den tatsächlichen Horizont wieder dann auf Augenhöhe. Also die Bedingungen wie die Temperaturunterschiede spielen auch eine große Rolle, wie wir die Welt sehen. Hier sehen wir mit einem Radfahrer als Beispiel auch. Also wenn der Radfahrer sich jetzt vom Beobachter entfernt, sieht man auch den unteren Teil, wie der den Fahrer widerspiegelt. Die Beine verschwinden gleichzeitig, aber der Körperteil wird jetzt hier gespiegelt. Und wenn der Fahrradfahrer jetzt noch sich weiter entfernt, verschmelzen die beiden zusammen. Und wenn man das parallel dann aufstellt, also parallel ansehen, wie ein Sonnenuntergang ausschaut, auch bei bestimmten Bedingungen, sehen wir auch hier so einen ähnlichen Effekt. Und was meine ich hier? Ich spiele es mal ein bisschen vor. Also hier parallel zum Sonnenuntergang. Fahrradfahrer verschwindet auch, verschmilzt jetzt hier mit dem Spiegelbild und links sehen wir auch einen Sonnenuntergang. Und der untere Teil von der Sonne hier ist quasi auch das Spiegelbild von der Sonne hier. Und wenn die Objekte verschwinden, sehen wir auch, dass es nicht untergeht, sondern sich von unserer Beobachtung verschwindet, also quasi in den Fluchtpunkt. Hier wunderbar. Was ich noch gerne am Ende gezeigt hätte bei eines Videos, wo ich dann die Aufnahmen nicht hatte, wenn ihr mein Profilbild anschaut, weil am Ende des Videos bin ich ja auf Himmelsgestirne, was auch immer sie sind, die Bahnen eingegangen, dass Kopernikus und Konsorten da schon manipuliert haben und dass das geozentrische System einfacher ist. Und da finde ich diese Formen so, wenn alles um die Erde kreist, über der Erde kreist, dann ergibt es so schöne Muster, die irgendwie eindeutig sind, dass das diese Muster sind und nicht alles kreuz und quer. Ich müsste nur mal mein Profilbild anschauen. Und da sind jetzt alle sogenannten Planeten zusammengenommen, wie sie jetzt um die Erde darüber kreisen. Sehr gut. Ja, Upcoming ist bei mir gerade, weil FluPlus ja behauptet, Radios kannst du auch über andere Sachen herleiten. Sonne haben wir ja widerlegt. Also geht auch im Kleinen. Eratosthenes war nichts. Er glaubt jetzt an diese Druckwelle von Hungatonga, da arbeite ich gerade an einem Video, dass die Messungen nicht zustande kommen können. Was auch immer sie da gemessen haben, kannst du keine Druckwelle aufgrund der Dämpfungsrate nicht einmal um die Erde kreisen lassen. Schon in der Theorie habe ich ein gutes Protokoll. ChatGPT ist ja der einzige Heliozentriker, sage ich immer, der nicht beleidigt oder in die gröberen Fallacies fällt, sondern nur
das eigene Modell nicht so gut kennt oder halt dann noch abweicht und Ausreden findet, immer versucht, Ausreden zu finden, aber die kannst du auch sehr gut in eine Ecke drängen. Aber wenn ihr irgendwas wissen wollt vom Globus-Modell, ist es so ein Ansprechpartner bei mir, wo ich dann einen guten Steelman finde. Und ja, das ist da, das habe ich auf alle Arten und Weisen jetzt dazu bekommen, zu sagen, naja, du kannst nicht eine Druckwelle, die von einem Vulkan ausgeht, noch über 1000 Kilometer in einem Pascal-Bereich messen. Wir haben das ausgerechnet, die Stellen wären im 20 Stellen hinterm Komma, hinter der Null. Und könntest du nicht wahrnehmen. Also falsification is independent of replacement. Also du musst jetzt nicht das ersetzen, sondern du kannst nur falsifizieren, dass deren Sache nicht geht. Es bleibt dann trotzdem spannend, was dann da veranstaltet wird, um meinen Radius oder den Globus beweisen zu wollen. Aber ja, ich fühle mich da berufen, die Sachen zu debunken eben, und mache ich halt Videos zu, weil... Sehr gut. Ja. Ja, sind wir schon jetzt die Punkte durch? Ja, also grundsätzlich, ja. Hast du noch was, Kevin? Ich habe ja noch ein Video auch noch vorbereitet, wo, ich glaube, wie heißt das nochmal, irgendwas mit Einladung an Flachkritiker, Rai Gave, Joe Conrad und mehr. Soll ich das mal einspielen? Kannst du gerne stumm, oder ich kann es gerne kommentieren, was da noch für Kommentare waren, habe ich jetzt gar nicht. So, dann spiel ich es mal ab und ja, deinen Kommentar bitte. Was sagen denn alternative Medienschaffende? Es sind in den Kommentaren gekommen, dass Rai Gave ja auf Professor Dave vertraut und von daher jetzt wahrscheinlich kann nicht so die weitere Recherche bei rausgekommen ist. Und mit Joe Conrad bin ich ja immer mal wieder kurz im Kontakt, wenn man in seiner Gruppe reinkommt und dann was debunkt dazu mit seinen Leuten, dann wird man dann auch gleich rausgeschmissen. Also ich bin immer sehr kulant und nie irgendwie auf einer persönlichen Ebene, und ich werde trotzdem immer gekickt. Dann ein, zwei Protokolle habe ich auch noch mal auf meinem Kanal mit Joe Conrad, aber da ist, glaube ich, auch nichts zu erwarten. Das ist ja eine Einladung, vielleicht, wenn jemand aus dem alternativen Bereich, der jetzt sein nochmal ein bisschen Reichweite hat und da diskutieren möchte, dann geht das auch an diejenigen, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich viel Kommentare schreibe, was in welchen Ecken stattfindet, wo man es nicht sieht. Und im Englischen ist es so, die Debattenkultur so da und groß, und wollten wir einfach einladen, dass wir auch mal eine Debatte machen mit jemandem, der da Interesse zu hat, der jetzt in anderen Bereichen schon Wahrheiten erkannt hat und Fälschungen aus anderen Bereichen eingesehen hat. Das war der Zweck dieses Videos. Gut. Ja, dann hätten wir jetzt alle Punkte durch, oder? Dann hätten wir den ersten Teil jetzt mal hier durch. Und gehen wir dann zum zweiten Teil über, wo hier die Zuschauer sich dann melden können. Wäre jetzt auch noch hier bereit, jetzt auf Fragen vielleicht einzugehen. Zero, Kevin, habt ihr nachher noch Zeit, falls sich hier Leute so melden? So, 20, 30 Minuten bin ich noch da, ja. Okay, bei dir auch, Zero? Ja, also bis, halbe Stunde können wir noch machen, ja. Okay, so, liebe Leute, ihr habt es gehört, eine halbe Stunde ungefähr wären die beiden noch da. Falls ihr Fragen habt,
Könnt ihr sie jetzt gerne stellen. Jetzt habt ihr die Chance, hier eure Hand zu heben. Einfach auf den Button klicken, damit ich euch sehen kann, dass ihr ja, melden wollt, Fragen stellen wollt. Und jetzt habt ihr die Chance. Ich scroll gerade durch. Kommentare, Rückmeldung. Aktuell 76 Teilnehmer. Vorher waren es 85 Teilnehmer ungefähr. Also für Interessenten, für Neulinge, meldet euch, damit ich eure Hände sehen kann, beziehungsweise euch meldet. Vielleicht so, solange du da guckst. Ich finde immer spannend, wenn man mit dem einen oder anderen diskutiert und man nie von denen hört, oh, das ist ein Punkt, der ist aber interessant oder oh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, sondern wie Kevin es beschreibt, es ist, ich bin unfehlbar, was ich meine, ist richtig und alles, was ihr sagt, ist falsch. Es damit ist wollte ich einfach, nämlich schließen, damit habe ich ja das Video auch geschlossen, im Sinne, man versucht ja irgendwo einen Common Ground zu finden, irgendwo eine Ebene, wo man vielleicht sich einig wird, um einen Punkt zu sehen, okay, da könnten wir das Gespräch weiterführen. Und deswegen habe ich am Ende meines letzten Videos eindeutige Fälschungen hingeschickt, wo man einen Modellspieler sieht, wo eine Rakete ist und da hinten ist ein Mann taucht auf, ein Gesicht, der steuert dieses Modell. Da kann man jetzt eigentlich nicht mehr drüber streiten. Da findet man aber in den Kommentaren nichts, obwohl ich das Ganze ans Ende gesetzt habe und habe gesagt, auch wenn wir uns in der Debatte nicht einig sind, wenn jemand eindeutig manipuliert, können wir uns denn da nicht einigen, zumindest mal diese Leute zur Rede zu stellen, dass die sich selber mal verteidigen und dass wir das nicht alle hier gegenseitig noch tun und die versuchen noch weiter zu verteidigen, zumindest in den Punkten, wo eindeutig das ist, auch wenn ihr für manche andere Pixel irgendwas sehen könnt, was ich auch nicht sehe, aber bei den eindeutigen Sachen eben, ja. Ja, da picken sich die Leute halt drauf. Ja, bitte, T-Rock. Nee, und das ist ja auch wichtig, was der Kevin sagt. Das ist vielleicht bei dem Video, wenn ihr das euch nochmal anguckt, weil der ein oder andere ist ja nicht so tief im Thema wie der Kevin. Und es gibt halt Dokumentationen oder solche, wie sagt man das, Dokutainment, ja, wo dann zum Beispiel, das heißt Genius, diese Serie in den USA, wo dann der angeblich der Stephen Hawking da mitgewirkt hat. Und da ging es halt auch darum, dass man eben ein Experiment gemacht hat, um zu zeigen, dass hinter der Wasserkrümmung ein Hubschrauber weg ist. Und du siehst es in Deutschland wie auch in Amerika, ist nachgewiesen, dass das Beschiss war auf gut Deutsch. Die haben richtig gefaked. Und dann sagen die, ja, nee, das interessiert mich nicht oder das tut nichts zur Sache, schieben das einfach weg. Oder so ein Flo Plus schreibt dann so, nee, auf solche Dokutainment sollte man nicht hören. Er geht dann aber selber hin und bezieht sich, also in diesem Podcast, was ja auch der Kevin da sozusagen mal zitiert, setzt sich hin und gibt ein Beispiel von dem Bob Nodell von Globebusters, dass er wegen dem Lasergyroskop $25.000 oder $20.000 ausgegeben hat. Und das haben die ja in diesem Behind the Curve in dem Film gebracht, dass er ja dann gesagt hat, oh, wir haben 15 Grad Rotation gemessen. Und die haben natürlich das nicht vollständig wiedergegeben. Und dann zitiert er das und sagt, ach, der hat ja die Rotation bewiesen, hat das nicht selber eingesehen und anstatt sich das einzugestehen, macht er dann weiter. Und das ist halt diese schwarze Rhetorik und diese wirklich klar ersichtliche, wenn man sich damit beschäftigt, klar ersichtliche, wie man auf Englisch sagt, bad faith, also in schlechter Absicht seine Position zu vertreten. Und das kann ich eben auf den Tod nicht ausstehen. Man kann sich ja täuschen, man kann sich ja irren. Aber wenn man einerseits die Argumente der einen Seite ausschließt und sagt, nee, ach, diese Betrügereien von denen, die lassen wir außen vor, aber dann genauso Betrug für seine Zwecke aber wieder annimmt und dann eben für sich und seine Zwecke verwendet, das ist natürlich
richtig, richtig, sage ich mal, schlimm charakterlich. Und das ist eben, was man immer feststellt, sie müssen halt, weil sie nicht anders können, sie müssen täuschen, sie müssen gaslighten, sie müssen lügen, damit sie halt ihre Heliozentrik, ihren Globus, was auch immer, aufrechterhalten können. Und das finde ich halt immer wieder schlimm. Ne? Leider, und wir gehen halt viel, viel mehr ins Detail. Du siehst, dass das Thema nur an der Oberfläche behandelt wird, auch wenn er zum Beispiel jetzt Mathematik viel behandelt, was jetzt ja nur descriptive ist, also nur beschreibend ist und kein physikalischer Mechanismus ist. Wenn man Mathematik gut kann, heißt das nicht, dass man die physikalische Ursache von etwas findet. Aber wir Flacherdler sind dann schon viel kritischer, denn wir haben dann auch von Bob die Daten nochmal analysiert. Ich habe das dem einen sehr guten Ingenieur geschickt, der das dann analysiert hat und der selber gesagt hat, na, die Versuche kannst du sowieso nicht auswerten. Der hat es nicht genau nach Norden ausgerechnet und es waren letztendlich nicht mal 15 Grad, obwohl sich auch der Äther plus minus 15 Grad bewegt. Aber da gab es eben auch Fluktuationen. Miller und komplette Physiker, die sich das ganze Leben damit beschäftigen, haben das viel besser austariert, als er das war. Aber in der Tiefe wird sich ja damit nicht auseinandergesetzt von der anderen Seite. Das sieht man dann ja. Ich wollte noch ein Thema sagen, weil in den Kommentaren Quellen gefragt wurde. Schicke ich dann in den Chat und mache ich auch nochmal, füge ich nochmal nach in meine Videobeschreibung. Zum Beispiel die Sir, es gab, wie heißen die Geodetic Surveyor, Landvermesser, wurden schon um 1700 gefragt, dass sie das Globus-Koordinatensystem bitte doch schaffen sollen, zustande zu bringen für zwei Beobachter, für zwei verschiedene Beobachter. Das wird nicht hinbekommen. Und da sollen doch bitte die Surveyor rumrechnen und dann kriegen sie Belohnungen von über 5000 Pounds und mehr in zwei, drei Seiten in den Nautical Almanacs beschrieben. Also dass da alles so super funktioniert mit den Globus-Koordinaten, da könnte man ein ganzes Fass noch aufmachen, dass das nicht so ist und es auch nur Transformationen braucht, um das Koordinatensystem umzuwandeln. Ja, jetzt schalte ich mal den ersten Gast hier frei. Ich sehe, dass der Freigeist hier auch schon aufzeigt. Freigeister-Mikro ist jetzt mal aktiviert. Du kannst dich jetzt selber freimachen und dich melden. Schönen Abend, herzlich willkommen. Ja, hallo Rico, hallo Serok, hallo Kevin, hallo an alle. Ich hatte heute mal wieder ein wunderschönes Aha-Erlebnis. Ich habe mich an einem schönen Tag mit meinem Hund auf den Weg gemacht und ging so über Felder und schaue so von Ost nach West, Sonne so leicht schon am Untergehen. Und die Felder wurden begrenzt, jeweils in südlicher Richtung von der Hecke, von Ost nach West und auch in nördlicher Richtung. Und das sind landwirtschaftliche Flächen und man kann die ziemlich exakt einschätzen. Die Felder, die Baumreihen dürften so 600 Meter in etwa auseinandergelegen haben. Ja. Der Bauer, der hat leider Gottes sich mit Permakultur nicht befasst, weil eben seine Hecken in Ost-West-Richtung, bei einer Hauptwindrichtung aus Ost und West, hätte er die besser mal von Nord nach Süd gelegt. Aber für mich war es wunderbar. Und zwar hat sich mir folgendes Bild gezeigt. Die Sonne im Westen, Quellbewölkung, streifenfrei, blauer Himmel, wunderschön, idyllischer Anblick. Und das Allerbeste waren die Sonnenstrahlen, die genau an diesen Hecken geendet haben. Also, die Sonne bildete mit den Strahlen
ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck. Und dann habe ich mir nur gedacht, aha, okay, Dankeschön. Und du sollst über 150 Millionen Kilometer von uns entfernt sein. Mhm. Genau. Also wenn man die Welt genauer beobachtet, dann fällt es schon einem auf, dass die Sonne, also ganz genau, also wenn man öfters nach oben schaut, da kann das nicht stimmen. Und man sagte, die Sonne soll ja 150 Millionen Kilometer entfernt sein. Und gerade wie du es auch gesagt hast, man sieht ja eindeutig, die Sonnenstrahlen kommen ja nicht parallel her. Die nennt man ja auch krepuskulare Strahlen halt. Und die führen alle zu einer Quelle zurück. Und wie du schön geschildert hast, das zeigt schön auf, dass die Sonne lokal ist, also und nicht so weit entfernt ist. Klein und lokal. Und das Schöne an dem Ganzen ist, ohne technische Mittel können wir das sehen. Ja, wenn wir unsere gottgegebenen Sinnen wieder vertrauen, sehen wir auch die Welt, wie sie auch ist. Und wir leben nicht in einem heliozentrischen Weltbild. Ja. Dabei muss man beachten, dass diese Strahlen auch auf unserem Sichtfeld erscheinen. Also man könnte sie jetzt auch nicht so triangulieren und dann davon ausgehen, dass die Sonne jetzt direkt da drüber ist, an dem Punkt, wo die Strahlen zusammenlaufen. Genau. Sondern es gibt da diesen, die Sonne erscheint ja nur und diese Strahlen, die auseinanderlaufen, die laufen auf der anderen Seite auch wieder manchmal zusammen am Abend. Und da gibt es eben die Effekte, dass die Strahlen sich um unsere Sichtweite herumwinden können. Wir sehen in alle Richtungen gleich weit. Zufälligerweise ist es, wenn man einen Menschen am Boden betrachtet, genau und die Wellenlänge des Lichts mit einberechnet vom Rayleigh-Kriterium, ist es genau der Radius, 6300 Kilometer gibt es. 6371, gibt es interessante Berechnungen dazu noch, dass das dann auch mit den Sternen gut zusammenpasst, wenn dass die absinken. Überall sinkt alles ab, was wir sehen, nur bei den Himmelskörpern soll das nicht so sein, laut dem Heliozentrismus. Da bin ich auch schon mal auf Floplus Discord gegangen und habe das diskutiert. Das ist auf taube Ohren gestoßen, dass wir Sterne oben und unten nahe am Horizont nicht nehmen können für die Navigation oder was auch immer. Aber es passt genau zur Perspektive damit zusammen, wie wir sehen, dass wir gekrümmt sehen, dass wir dass die Sterne absinken und deshalb unten nicht mehr zu verwenden sind und versetzt sind. Wieso sollten sie genau oben im Globusmodell versetzt sein? Da gibt es keine guten Erklärungen für. Mhm. Aber das ist ein größeres Thema, werde ich vielleicht auch nochmal ein Video zu machen. Gut, Freigeist, hast du noch sonst noch was du loswerden willst oder? Sonst gehen wir zum nächsten das über. Das war schon. Super. Das war schon. Ich mache Platz. Dankeschön. Danke Schönen dir. Abend Bis allen. Zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Danke. So, dann sehe ich jetzt hier ein Frostfossil. Frostfossil, Mikro ist aktiviert. Herzlich willkommen. Frostfossil. Ja, scheint nicht zu funktionieren oder kriegt es hier nicht mit. Dann gehen wir zum nächsten, der hier aufzeigt. Ich sehe hier den Kai. Kai, dein Mikro ist jetzt mal aktiviert. Du kannst es jetzt selber freischalten. Herzlich willkommen. Hast du Fragen an uns? Punkte, die du loswerden willst? Ja, hallo. Ich hätte eine Frage. Grüß dich. Bitte sehr. Ja, genau. Und zwar, wenn ich das Flachheitmodell richtig verstanden habe, dann müsste es ja Sommer werden, weil die Sonne näher an uns dran ist, oder? Also im Sommer wird es wärmer, weil die Sonne näher an uns dran ist, oder? Also du redest jetzt von einem flachen Erdmodell. Du siehst ja hier am Bildschirm die Sonne und die flache Erdekarte. Und das sind ja auch drei Linien. Und die äußere Linie ist ja, wenn die Sonne sich im äußeren Kreis sich befinden würde, dann wäre die Sonne ja im Sternzeichen des Steinbocks.
und ich lasse mal die Sonne mal ein bisschen springen. Und wenn die Sonne jetzt mal näher zu uns kommt, wie du es gerade gesagt hast, befindet sich die Sonne ja im Sternzeichen des Krebses. Sie ist für uns näher, also in der inneren Erde oder in der nördlichen Hemisphäre, haben wir Sommer. Für die im äußeren Bereich haben die Winter. Und ein halbes Jahr später, wenn die Sonne dann wieder im Dezember dann draußen ist, dann sehen wir auch, hier, also mit Sternzeichen eingeblendet, dass die Sonne sich dann, also am 15. Dezember sich noch im Schütze, Sternzeichen Schütze befindet, und wenn man jetzt nur weiterspielen würde, dann sehen wir nachher, wie die Sonne langsam am 21. Dezember in Sternzeichen des Steinbocks dann übergeht, und somit können wir auch erklären, auch die Sternzeichen Sonne und Mond sind, ist die Uhr des Himmels, und das ist auch die genaueste Uhr überhaupt, weil alle Uhren sich nämlich nach den Sternen oder nach der Sonne richten. Ich gehe auch davon aus, dass die Sonne im Süden tiefer geht als im Norden, weil im Winter sehen wir ja die Sonne ganz minimal größer. Das würde Sinn machen, weil die Sonne von der Winkelgeschwindigkeit schneller sich bewegt, dass sie dann näher, ein Stück näher dran ist auch noch, um dem zu kompensieren. Im Globusmodell macht ein Sonne im Winter, die näher dran ist, weniger Sinn, auch wenn behauptet wird, es ist jetzt nur die Neigung, kann man zur Neigung auch wieder Gegenargumente bringen, wie das nicht funktioniert, aber genau. Näher dran im Winter. Ich habe meine Frage, ist leider ein bisschen dumm formuliert, ich versuche es doch mal neu. Im Sommer hat es offensichtlich eine höhere Temperatur als im Winter. Und die entsteht es wodurch genau im Flacherdmodell? Durch die nähere Sonne, oder? Es ist durch die Nähe der Sonne, aber es ist ja auch so, wenn man am Berg irgendwo heraufklettert, also in 5 Kilometer Höhe, 4 Kilometer Höhe, merkt man ja auch, dass es kühler ist. Man ist ja auch der Sonne näher, aber es ist ja nicht gleich wärmer. Wir vermuten, dass die Wärme daher kommt, weil die Dichte der Masse am Boden am dichtesten ist. Und durch die Sonne, wir wissen ja, also die Sonne, wir gehen davon aus, die Sonne ja elektromagnetische Strahlen ja ausstrahlen und deswegen diese Moleküle zum Bewegen bringen, und diese ganzen Reibungen verursachen dann die Wärme, die wir dann hier am Boden spüren. Die heißeste Zone überhaupt ist auch in Wüsten, die auch unter der Tiefen, unter der Seehöhe auch ist, und dort ist die, ich weiß nicht mehr, welchen Bereich das war, aber es ist die heißeste Zone überhaupt hier auf der Erde, und wir können davon ausschließen, wir können davon rückschließen, dass nachher durch die Dichte der Atmosphäre hier, durch die Sonnenstrahlen bzw. durch die elektromagnetischen Kräfte der Sonne aufgeheizt werden bzw. in Bewegung gebracht werden und durch die Reibung Hitze entstehen. Nicht so wie jetzt. Ich glaube, der Kai. Der, ja. Bitte. Ich glaube, der Kai ist noch nicht zufriedengestellt. Stell mal die Frage, was du genau meinst mit. Im Sommer ist die Sonne näher. Was meinst du damit konkret? Ja, ich habe mir ein Flachrad-Modell angeschaut, und da wird ja gesagt, dass die Sonne sich im Sommer enger um den Nordpol kreist als im Winter, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Genau, also ist ja in Deutschland jetzt die Sonne näher im Sommer an uns dran als im Winter. Ja. Ja, genau. Und dann hat man in dem Video gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat, hat die Person gemeint, dass dadurch eben die höhere Temperatur in Deutschland entsteht im Sommer, weil die Sonne näher dran ist. Und ich wollte genau auf den Punkt heraus, wo Rico schon vorweggenommen hat, dass es dann eben auf Bergspitzen oben trotzdem kälter wird, obwohl man dann noch näher an der Sonne dran ist. Aber das hat ja jetzt grundsätzlich erstmal nichts mit dem Flache-Erde-Modell zu tun, weil auch auf dem Globus, auch wenn es 150 Millionen Kilometer entfernt sein soll, bist du ja auf dem Bergspitze näher an der Sonne. Ja, also aber dadurch, dass du natürlich, wie wir sagen, Moleküle ist auch wieder so eine Erklärung, wie das so alles funktioniert, aber dadurch, dass ja die Luft dünner wird in der Höhe, hast du natürlich keine Aufhitzmöglichkeit in der Höhe, und deswegen hast du ja grundsätzlich kältere Luft, obwohl du eigentlich, wie du sagst, näher bist. Wenn du jetzt ja, genau, so wird der vom Globus erklärt, genau. Genau, aber so ist es auch auf der flachen Erde, weil ich okay, meine, gut, dann, das, okay, das ist, dann, weißt du, das ist ja nicht so, das ist so dieses Argument, wie manche sagen, wenn die Erde flach wäre, dann würde ich jeden Tag, den ganzen Tag über die Sonne sehen. Weil eben die Leute weil die Leute denken, die geht ja nicht unter die Scheibe, wie sie es sich so vorstellen, ja,
Aber das hat ja, ja damit nichts zu tun. Die entfernt sich von dir und irgendwann sieht man kein Licht mehr. Das ist wie eine Taschenlampe oder ein Zug im Tunnel. Irgendwann siehst du das Licht auf dich zukommen und irgendwann siehst du das Licht nicht mehr, weil es zu weit weg ist. Und so ist es halt mit jeder Sache. Und obwohl ja der Zug auch immer über dem Boden ist mit seinem Licht, siehst du ja irgendwann das Licht nicht mehr, weil einfach die Sättigung der Atmosphäre so groß ist, dass das Licht nicht mehr bis zu dir durchdringt. Okay, ein weiterer Flacherdpunkt ist ja, dass zwei unterschiedliche Luftdrücke nicht nebeneinander existieren können ohne Behälter. Das habt ihr aber gerade selber gesagt, dass ja weiter oben ein geringerer Druck herrscht als weiter unten und da ist ja offensichtlich kein Behälter dazwischen. Wie kann das passieren? Also vielleicht nochmal zum Verständnis. Bist du schon mal unter Wasser gegangen? Ja. Okay, wenn du unter Wasser bist, direkt unter der Wasseroberfläche, merkst du da den Druck in deinen Ohren? Nee, aber weiter unten dann schon. Weiter unten, woran liegt das denn deiner Meinung nach? Weil sich eine Wassersäule über mir aufbaut, die immer mehr Druck auf mich aufübt. Okay, und jetzt machen wir das auf der Oberfläche, auf der Erde und jetzt machen wir das mit der Luft. Ja. Und okay. Wenn wir eine Luftsäule über uns haben, ja. Wo ist sozusagen der Druck höher? Unten? Oder wenn du 5 Kilometer, 10 Kilometer, 20 Kilometer in die Luft steigst und dann die Säule von unten. Da aus. Aber genau, das wäre ja dann wieder dieselbe Erklärung wie auf dem Globus. Wunderbar. Nein, der Globus hat ja das Problem. Wir haben eine Atmosphäre neben einem Vakuum. Wie auch immer das Vakuum jetzt definiert ist. Nee, das ist leider ein Strommann, muss ich widersprechen. Moment. Ein Vakuum und eine Atmosphäre. Das ist kein Strommann. Das ist so. Das ist so vorgegeben. Warte. Nee, das ist ein fließender Übergang. Ja, das ist deine Erklärung und das ist die Globus-Erklärung. Ich verstehe das ja auch. Das ist die Globus-Erklärung. Nee, das Globus-Modell sagt, das ist ein fließender Übergang. Wenn du was sag anderes ich doch gerade. Das ist ein Strommann. Nochmal, das ist eine Erklärung. Nochmal, mach dir einfach mal selbst das Bild. Du hast ganz, ganz viele, ich nenne das jetzt mal Partikel, Luftdruckpartikel. Und dann, wie du sagst, mit der Höhe nimmt ja der Luftdruck ab, also hast du ja immer weniger Partikel. Und die Vorstellung, Vorstellung im Globus ist, dann ist so wenig Luftpartikel irgendwo, keiner weiß ja eigentlich, wo das Weltall oder das Vakuum anfängt. Ja? Exakt, so. Exakt. Und dadurch, dass es eben keine Barriere geben kann im Globusmodell, argumentieren sie mit dem Thema, dass es ein Gradient ist, der so gleichmäßig oder immer weniger Luft ist, sodass du eigentlich das nicht hast. Aber ich mache mal folgendes Beispiel. Wenn du ganz, 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 ganz wenig von etwas hast, und auf der anderen Seite nichts. Hast du das schon mal gesehen? Egal wie viel du nimmst, ganz, 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 ganz wenig und nichts. Und das hast du, egal wie niedrig die Temperatur ist, zum Beispiel. Und die andere Seite, egal wie niedrig, wie die Differenz ist, die Differenz zwischen den beiden ist unendlich hoch. Das heißt, es entsteht immer Entropie. Meistens nicht die Differenz, aber ja. Es entsteht immer ein Ausgleich. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Du hast der keine zweite Hauptsatz der Thermodynamik braucht aber einen Container, also einen Behälter. Genau. Wir können Behälter darstellen ja, aber mit Gradienten. Dem Globusmodell gibt es ja keinen Behälter, also kann man den Hauptsatz nicht anwenden, weil ja die Voraussetzung verletzt ist. Ja, aber das sagen wir doch. Wir sagen doch, auf dem Globusmodell ist der zweite Hauptsatz verletzt. Das sagen wir doch. Ja, nein, Moment. Der Hauptsatz, der hat Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit man ihn anwenden darf. Sind die Voraussetzungen verletzt, darf man den Satz nicht anwenden. Im Globusmodell sind die Voraussetzungen verletzt, also kann man den Satz nicht anwenden. Also das musst du mir mal erklären. Also jeder erklärt dir im Physikunterricht, dass du eine warme neben eine kalte oder einen hohen Druck neben einem niedrigen Druck hast, egal was für ein Unterschied das ist. Sobald du die Barriere zwischen diesen beiden unterschiedlichen, Zuständen entfernst, ist Ausgleich. Ja, ist Ausgleich. Du erklärst mir aber gerade eben, ich kann das nicht anwenden, weil auf dem Globusmodell existiert
ein Luftballon ohne Luftballonhülle? Also nochmal, ich sag, man kann den Satz nur anwenden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Wir können auch ein anderes Beispiel gerne machen. Ja. Zum Beispiel der Satz von Pythagoras gilt ja nur für rechtwinklige Dreiecke. Das heißt, für ein nicht rechtwinkliges Dreieck kann ich den Satz nicht anwenden. Und der Satz der Thermodynamik gilt nur für Behälter. Die Erde hat aber im Globusmodell keinen Behälter, also kann ich den Satz nicht anwenden. Relativ einfach eigentlich. Nee, also das ist ja für mich keine Grundlage, wenn du auf dem Globus ein physikalisches Naturgesetz auf einmal aufgrund deines Zirkelschlusses, weil du annimmst, es kann kein Behälter geben in einem Globusmodell, dass du dann sagst, dann kann ich den nicht anwenden. Zeig doch einfach hier auf der Erde etwas, wo du zwei unterschiedliche Zustände nebeneinander darstellen kannst. Dann ja, Bergspitze und Bergtal. Bergspitze und Bergtal. Auf der Bergspitze weniger Druck als im Bergtal. Aber das haben wir doch gerade erörtert. Das ist doch wie... Wenn man das logisch weiterdenkt und noch weiter aufsteigt als der Berg selbst und immer weiter ins Universum geht, dann kommt da nie eine Barriere, aber der Luftdruck wird immer weniger und immer weniger. Genau wie es im Globusmodell beschrieben. Ja, aber dieses, was du ja meinst, das ist ja diese fehlende Abstraktion, dass du meinst, bloß weil ganz, ganz, ganz wenig neben nichts ist, entsteht kein Ausgleich. Wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Wir müssen eine andere Frage klären. Gibt es im Globusmodell ein perfektes Vakuum im Universum? Ja oder nein? Das ist das stärkste Vakuum, was man sich vorstellen kann, was im All herrscht. Nicht die Frage abändern. Gibt es ein perfektes Vakuum im Universum, im Globusmodell? Ja oder nein? Nein, so gut wie perfekt. Das heißt, es ist nicht komplett nichts. Es ist immer noch ein bisschen weniger als halt näher an der Erde dran. Aber du willst, das ist, was du machst, ist, das, was du machst, ist ja Strohmann-Argumente. Wieso denn? Ich gebe das Globusmodell korrekt wieder. Nein, ich verstehe, ja, das wissen wir doch. Das ist doch die Argumentation kennen wir doch, Kai. Dass eben gesagt wird, es ist kein perfektes Vakuum. Und weil ein Druckgradient entsteht, kannst du, zeig es doch in der Realität. Zeig doch, weil das Argument ist doch, alles wird zusammengehalten mit Gravitation. Das ist doch kein Problem. Wir gehen doch sofort mit, wenn uns einer eine Demonstration zeigt, wie zwei unterschiedliche Druckunterschiede, in dem Fall ist es ja Druck, nebeneinander existieren, ohne physische Barriere dazwischen. Egal wie niedrig oder wie groß der Unterschied ist, zeigt es einfach. Wir machen das ja mit einem Behälter auch und erhitzen den unten und kühlen den oben und du kannst einen Druckverlauf in einem Behälter darstellen. Aber andersrum erwarten wir das dann eben auch wenn das Vakuum ist ja hier gar nicht mal so stark, wie wir das außerhalb im Space darstellen können. Und trotzdem schaffen wir das. Und die Gravitation ist ja hier auch noch höher, was auch immer das ist. Wir behaupten halt, das ist was anderes. Wir können das auch nachweisen. Aber die Gravitation ist hier unten stärker. Und trotzdem schaffen wir es nicht, ein Vakuum neben ein Drucksystem im Kleinen zu modellieren. Und das solange muss man ja auch nicht. Ist, ist ja nur ein, muss man ein, ja auch nicht. Eine Annahme. Aber Kai, die Grundvoraussetzung für Druck ist doch, dass sich irgendetwas an irgendetwas abstößt. Ja? Du kannst, wenn du in deinem gefühlten, nicht perfekten Vakuum irgendwas machst, passiert doch nichts. Es kann doch gar kein Druck entstehen. Und spinnen wir die ganze Sache doch mal zu Ende. Wie soll sich denn durch ein kleines, ich nenne das jetzt mal Molekülchen, was keine Gravitation hat, im Weltall eine Erde gebildet haben können? Ja? Oder die Gase sich zu Sonnen wie unserer Sonne angeblich zusammengeführt. Da werden ja immer irgendwelche Kreationen von irgendwelchen Konzepten dargelegt, aber wenn es um nachweisbar, beobachtbar, überprüfbar und wiederholbar geht, ist der Globus
nicht in der Lage, auch nur die kleinste Sache zu präsentieren. Das ist doch das Problem. Und deswegen, wir sind doch gerne bereit, Kai, wenn du uns mal eine Demonstration zeigst, wären wir gerne bereit zu sagen, okay, zeig uns das mal. Aber wenn du sagst, das muss man ja nicht, das führt ja zu nichts, sondern man muss ja sagen, okay, ich kann es nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es so und so ist, wie man mir erklärt hat. Das ist ja akzeptabel. Aber man kann doch nicht sagen, ich habe diese Erklärung schmeckt mir, obwohl ich die überhaupt nicht in der Realität nachweisen kann. Also, wie gesagt, laut dem Globus-Modell herrscht kein perfektes Vakuum neben einem Nicht-Vakuum direkt nebeneinander dran. Das passiert ja da gar nicht. Sind das aber zwei unterschiedliche Druckverhältnisse in dem Fall? Naja, da fließen die Übergang halt eben. Also, nochmal. Die Frage ist doch klar. Sind das zwei unterschiedliche Druckverhältnisse? Mit weit genugem Abstand natürlich. So, und jetzt musst du doch sagen, weil die argumentieren doch immer, da fliegt eine Rakete irgendwo hoch und dann irgendwie du fliegst, dann gibt es noch Gravitation und irgendwann sind sie raus und dann geht es wie so eine, als ob du so eine Luftblase durchstoßen hast. Und dann bist du auf einmal am Schweben. So ist doch die Vorstellung bei den Menschen. Zeig doch mal. Das Schweben hat jetzt nichts mit der Atmosphäre eigentlich zu tun. Also grundsätzlich will ich das doch nur sagen, weil wenn die so machen, da muss doch irgendwas sein, was vorher ist und dann ist auf einmal was nicht mehr. Also das habe ich noch nie gehört, dass da irgendwie so ein Geräusch gibt und dann sind die raus. Nein, ja, ich weiß nicht, ob es dieses Geräusch gibt. Ja, aber ich weiß so, nicht so genau, was so, du meinst, tut mir leid. So ist doch die Vorstellung, Kai. Aber nochmal, pass auf. Ja, nochmal bitte. Nochmal. Egal, was du auch wie bezeichnest, nebeneinander zwei unterschiedliche Druckverhältnisse ohne Barriere verletzen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Jetzt kannst du natürlich dich auf dem Globus, ist das aber nicht so? Ja, wenn du mir sagst, das Globusmodell verletzt physikalische Gesetzmäßigkeiten hier auf der Erde, dann verkauf das weiter so oder erklär das weiter den Mitmenschen, aber hier auf der Erde, wo wir alles sehen, prüfen, nachvollziehen können, gibt es den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Den kann ich jederzeit überprüfen und dir zeigen, kalt, warm oder. Ja, an der Stelle hätte ich eine Gegenfrage nochmal mit dem Berg und dem Tal. Wieso verletzt das Berg- und das Tal-Beispiel mit dem Luftdruck nicht den Thermodynamiksatz? Luft wird immer von unten zugeführt. Also es kommt der Druckaufbau. Kommt aber, von unten, da gibt es thermodynamische Systeme. Aber ich verstehe das doch gar nicht, was du damit sagen willst. Wir haben doch gerade festgestellt, dass eine Luftsäule, die von oben drauf drückt und eine Bedingung für Druck ist ein Behältnis. So, das heißt, du musst mir doch einen Druck zeigen, der überhaupt existiert, ohne Behältnis. Das kannst du mir aber gar nicht. Ein Luftballon, ein Reifen, eine Spraydose ohne Behältnis, du kannst mir das nicht zeigen, dass da ein Druck irgendwo ist, weil dann geht's, das gibt es ja nicht. Zeig es doch. Wenn ich ein Loch reinmache in den Luftballon, in den Reifen oder in die Dose, geht's genau. So, Ausgleich. Ja, Ausgleich. So, aber du kannst natürlich diese konzeptionellen Gedanken dir machen, aber du kannst ja nicht von anderen Menschen verlangen, wenn du an diese, sage ich mal, Einhörner glaubst, kannst du ja nicht erwarten, dass andere auch diese Einhörner abkaufen. Zeig doch die Einhörner und dann können wir hingehen und die mal anfassen. Ist das nicht ein Hologramm oder irgendwas? Und danach können wir dann sagen, oh, das sieht nach einem Einhorn aus. Oh, scheiße, das ist ja nur ein weißes Pferd, was angemalt ist in Regenbogenfarbe und da ist so ein komisches Horn dran geklebt. Oh, ist auch nicht so richtig. Deswegen, das müssen wir doch evaluieren und mal zusammen überprüfen. Aber bislang, ja, kommen immer nur diese Aussagen, wie du es ja beschreibst, das sind alles nur Strohmann-Argumente und eigentlich, sage ich mal, Red Herrings, also Ablenkungsmanöver, um halt diese Faktenlage mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht zu adressieren. Okay, machen wir ein kleines Gedankenexperiment, okay? Sorry, dass ich mit diesem Berg und Tal so nerv, aber ich will es wirklich verstehen.
Ich bin unten am Tal und messe den Druck. Dann gehe ich hoch auf den Berg, auf die Bergspitze, messe nochmal den Druck und messe weniger Druck. Und dann steigen wir mit einem Ballon immer weiter auf und messen immer weniger Druck. Und angenommen, ich könnte jetzt unendlich weit aufsteigen. Was würde passieren mit dem Druck? Beantworte mir bitte die Frage. Was erwarten wir? Also wenn du mit dem Luftballon steigst, also nehmen wir einfach mal den Luftballon. Irgendwann hört er doch auf zu steigen und dann geht's. Nee, angenommen, wir könnten einfach magischerweise weitersteigen. Wir hätten die Technik dazu, einfach immer weiter zu steigen und immer weiter zu messen mit dem Luftdruck. Was würde passieren? Du stellst mir doch eine Frage, die ich doch gar nicht in meiner Weltanschauung akzeptiere. Wenn mein Vater meine Mutter einen Penis hätte, wäre sie mein Vater. Ja, ist richtig. Aber jetzt zeig mir doch den Penis an meiner Mutter. Was soll ich denn mit dir diskutieren? Das bringt doch so nichts. Das genau ist an der Frage nicht okay bei mir. Dann korrigiere ich. Du nimmst eine Prämisse, eine Hypothese, wenn wir ganz weit hochsteigen. Wie hoch ist denn für dich hoch? 1000, 2000, 3000? Ich weiß doch gar nicht. Ich war bis jetzt wirklich im Flugzeug. Ich würde sagen, wenn die Angaben richtig waren, war ich maximal in 10 Kilometer Höhe. Jetzt glaube ich, dass der Felix Baumgartner in knapp 40 Kilometer Höhe. Das ist aber ein Glaube, ich war ja nicht dabei. Ne? So, das glaube ich aber. So, aber was anderes kann ich nicht sagen, wie weit das hochgeht. Kann ich doch gar nicht. Deswegen okay, ist doch dann nochmal zurück. Die unterschiedlichen Druckverhältnisse bei Berg und Tal beim Berg, bei der Bergspitze würde ich sagen, Bergspitze und Bergtal, hast du ja erklärt mit dem Modell mit der Luftsäule. Das heißt, dass diese Luftsäule ist ja ein Modell, was das Verhalten erklärt. Und dann kann man ja das Modell einfach gedanklich weiter fortsetzen, wenn man sich überlegt, was passiert, wenn ich noch höher steige als der Berg selbst. Das kann man ja einfach fortsetzen und sagen, die Luftsäule wird nach oben immer noch weniger. Und dann kann man die Frage einfach beantworten, was man dann erwarten würde. Ich verstehe nicht, warum du nicht antwortest. Kai, es gibt ja, wir zeigen ja auch viele Experimente, was auch im Kleinen als auch im Großen das darstellt. Also vorher mit Refraktion, mit unterschiedlichen Temperaturen und sonstiges gibt es auch visuelle, optische Illusionen. In Bezug auf Luftdruck, du meinst ja, in deiner Welt, ich sage mal, in heliozentrischem Weltbild ist es ja so, je weiter man nach oben aufsteigt, desto weniger wird der Druck und es geht ja in den Weltall über. Was ist der Grund, warum es weniger nach oben wird? Was haltet dann die Atmosphäre am Boden? Ja, halt das Zauberwort Gravitation. Genau, so. Gravitation. Das ist mal das Erste, wenn wir das jetzt mal danach, also wenn wir jetzt das Ganze mal tiefer reingehen und es zerlegen, dann hast du nachher keine Basis dafür, dass die Atmosphäre in der Höhe dann übergeht in den Weltraum. Wir haben im Kleinen auch ein Fakt oder Beweis dafür, dass es auch möglich ist, eine Luftsäule, so wie in unserem flachen Erde-Universum. Das heißt, dass es nach oben hin weniger Druck gibt. Wenn ich die Frage, Kai, kannst du mir Propangas, also ich mache jetzt eine Grillparty, ich lade euch alle ein, Z-Rock und dich und alle hier, und ich frage dich, Kai, kannst du bitte Propangas mitnehmen, dass ich nachher grillen kann? Kannst du mir Propangas mitnehmen ohne die Propanflasche? Geht nicht, ja. Hast du schon mal gesehen, also kann man ja auch alles nachweisen, eine halbvolle Propangas zum Beispiel, oder weniger als eine halbvolle Propangasflasche, wie es nachher drinnen druckverhältnismäßig aussieht. Und wenn man das mal genauer anschaut, kann jeder selber überprüfen, ist in dieser halbvolle oder weniger als eine halbvolle Gasflasche der Druck unten größer als wie der Druck oben. Es steigt ja auch, so wie in einer Luftsäule, nach oben weniger auf, aber es muss ein Behälter da sein, damit auch Druck angezeigt wird. Und wir haben hier Druck, Luftdruck hier. Wir haben in verschiedenen Höhen, wie messen Flugzeuge ihre Höhen durch den Luftdruck. Die Luftdruckanzeige zeigt nach, in welcher Höhe sie auch sind. Und jedes Experiment zeigt auch auf, was, in der Definition steht ja auch, was Druck ist. Und ein Druck entsteht nur, wenn es in einem Behälter ist. Und das Gas hier, zum Beispiel in einem Luftballon, du bläst nachher Luft hinein. Warum bläst sich das Ballon auf? Und der Ballon bläst sich in allen Richtungen gleichmäßig auf. Und nicht nur nach unten, wo die Gravitation hier am Boden am größten ist. Und würde die Luft nur nach unten gehen. Wir sehen aber durch Luftdruck hier, dass, wenn du nur allein mit einem Ballon aufbläst, dass es in allen Richtungen geht. Somit haben wir hier schon alleine schon hier Gravitation widerlegt. So, was genau nochmal bitte? Stell dir vor, du hast. Aber Kai. Also, Moment. Dein Argument war jetzt, dass die ganze Luft, die es auf der Welt gibt, nicht nur 1 Zentimeter über dem Boden herrscht, sondern sich 10 Kilometer in die Luft hoch hinausstreckt. War das dein Argument? Nein. Mein Argument war das, dass wir im Großen, so wie die Luftsäule hier, dass es oben steht, die auch weniger wird,
Genauso auch in einer Gasflasche, die halb voll oder weniger halb voll ist, auch nachweisen können, dass es auch so nach oben weniger Druck aufzeigt. Es muss ein Behälter da sein, überhaupt, dass er Druck anzeigt. Wir leben in unserem flachen Erde. Das hat jetzt weniger mit Gravitation zu tun. Gravitation ist mal ein eigenes Thema. Wir sagen ja, weil du gerade gesagt hast, damit belegt die Gravitation irgendwas. Ja. Nein, wir haben, oder der Rico hat doch gemeint, damit du überhaupt deine Luftsäule auf dem Boden ins Weltall hoch schön gradientmäßig entwickeln kannst, brauchst du doch etwas, was diese Luftsäule am Boden festhält. Und da sind wir mit einer zweiten Kreation, Überlegung dran. Du brauchst halt, um das Globusmodell am Leben zu halten, brauchst du halt ein Konzept auf dem nächsten Konzept, auf dem nächsten Konzept. Das ist wie dieser Turm zu Babel, dass eben Atomismus, also Atomtheorie, Heliozentrik, Gravitation, dann kommen hier die ganzen Krankheitsgeschichten, das baut alles aufeinander auf, aber alles nur auf diesem Prinzip. Ja, eigentlich nicht, dass man ein Konzept nach dem anderen braucht. Ich meine, das Konzept mit Gravitation wird eigentlich schon das Allermeiste wirklich erklären. Ich finde eher, dass es andersrum der Fall ist, dass ihr viele Konzepte braucht. Wie erklärt ihr denn, dass es eine Luftsäule gibt, wo unten mehr Druck ist als oben? Haben wir doch gesagt, dass wir einen Behälter, wir befinden uns in einem Behältnis. Ja, aber warum hat es in einem Behälter nicht überall den gleichen Druck? Weil, das kannst du doch nach, hat er doch gerade eben Nein, gesagt. Nein, die Frage war nicht, ob es so ist, sondern warum es so ist. Warum? Okay, wir sehen ja. Du brauchst doch für einen Druck, brauchst du doch ein Behältnis. Das ist doch die Grundvoraussetzung. Ich frage ja nicht, warum es überhaupt einen Druck gibt, sondern einen Druckunterschied innerhalb eines Behälters. Warum? Aber das hast du auch in Behältnissen. So, Kai. Bitte? Gravitation soll ja hier der Grund sein, warum hier am Boden die Dichte am größten ist, okay? Widerlegen wir mal Gravitation. Was ist dein Beweis, dass Gravitation existiert? Erste mal Frage. Also muss ich jetzt beweisen, anstatt dass ihr widerlegt, aber von mir aus. Nein, ich frag dich ja, Kai. Gravitationswagen zum Beispiel. Gravitationswaage, sagt was? Sagt was aus? Sie misst die Gravitation, da kann man, man hat zwei Kugeln aus Blei, relativ dicht beieinander und dann sieht man, wie die sich anziehen. Wow, dann darf ich dich gratulieren, dann hast du nachher hier damit Gravitation bewiesen, weil selbst Harald Lesch sagt selber, dass er nicht weiß, was Gravitation ist. Selbst Neil deGrasse Tyson in Amerika sagt das, weiß auch nicht, was Gravitation ist. Ja? Moment. Zu wissen, was etwas ist und zu wissen, ob etwas existiert, sind zwei grundlegend verschiedene Fragen. Bitte nicht durcheinander bringen. Aha, weil ich habe dich gefragt, was für dich Gravitation ist und du legst nach einem Beispiel mit diesem Experiment daher. Und dann du hast nach einem Beweis für Gravitation gefragt, nicht was es Kai, ist. Kai, wir wollen jetzt nicht auf i-Tüpfelchen herumtrampeln, okay? Du hast Fragen gestellt. Nein, wir wollen keine Strommänner machen. Aber schau mal, Kai. Ich finde das ja gut. Ich finde das ja mal interessant, dass jemand sich mal traut. Nein, ich finde das ja mal interessant, dass jemand sich traut, auch mal, sage ich mal, von der Betrachtungsweise zu kommen und Fragen zu stellen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, du hast doch jetzt gerade eine Gravitationswaage dargelegt, dass du gesagt hast, die beweist Gravitation. Wo beweist sie denn Gravitation? Sie misst einen Effekt. Richtig. Aber du weißt doch nicht, was sie misst, sondern ich stelle mich auf Waage, sie misst Gewicht. Aber ich weiß doch jetzt erstmal trotzdem nicht, warum dieses Gewicht von 80 Kilo auf der Waage drauf ist, wie Richtig, das sich zusammensetzt. Genau. Das weiß ich doch nicht. Deswegen ist doch eine Messung von irgendeinem Phänomen nicht die Erklärung, dass das, was du gemessen hast, auch das ist, was du behauptest, was du zu messen glaubst. Richtig, genau. Und was wäre dann der nächste wissenschaftliche Schritt, um der Wahrheit näher zu kommen? Ja, also ich mache es ja immer so, ich gehe ja immer die wissenschaftliche Methodik durch. Wir gucken uns das Phänomen an. Wir haben jetzt hier etwas, das etwas runterfällt. So, jetzt überlegen uns, was könnte denn die Ursache sein, dass es etwas runterfällt? So. Genau. Und dann sagt der eine, das ist die sogenannte Gravitation, also die Erdanziehungskraft. Ich meine, dass du natürlich 100 Jahre zu spät bist, weil eigentlich Masse, das Masse an andere Masse anzieht, ist ja eigentlich erledigt, seit Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie gekommen ist. Gravitation ist ja, wie sie immer so sagen, ist ja die Zeitraumkrümmung, ja, und gar nicht mehr diese, wie du es gerade eben beschrieben hast, dass zwei Massen
sich anziehen, so wie Magnete. Das ist ja erledigt. Diese newtonsche Gravitation ist ja sozusagen abgeschafft. Das wurde ja erledigt durch den Albert Einstein. Aber die meisten, wenn sie hier auf der Erde sich bewegen, wollen halt immer trotzdem noch die alte Leier von der newtonschen Gravitation sagen, weil das haben wir halt so gelernt. Ja? Aber normalerweise darfst du gar nicht mehr Gravitation mit diese Sache zieht eine andere Sache an argumentieren. Das ist ad acta gelegt. Das müsstest du eigentlich wissen. Ja? Jetzt kommen die ja sogar mit einer neuen Methode der Gravitation, weil das ist ja diese modified newtonsche Gravitation, weil sie ja festgestellt haben, sagt ja sogar letztes Jahr, ein Bonner Professor hat gesagt, Newton hat nicht funktioniert, die Albert Einsteinsche Definition von Gravitation hat nicht funktioniert, hätte sein können, hat nicht geklappt, müssen wir weitermachen. So, also bis heute kann ja keiner das Phänomen, was wir sehen, auf der Erde kann man es gut erklären mit Elektrostatik, ja, aber was die eben am Himmel erklären, funktioniert halt nicht, weil sie müssen halt sich auf eine dunkle Materie und dunkle Energie noch zurückbringen, dass eigentlich Materie gar nicht ausreichend ist. Sie müssen halt ihre mathematischen Formeln zu 95% befüllen, besser gesagt mit 96%, damit überhaupt diese Beobachtungen am Himmel funktionieren. Und das ist doch dieses Dilemma. Und deswegen haben wir doch zu dir gesagt, fokussiere dich doch erstmal auf eine Sache, die du hier auf der Erde nachprüfen kannst. Wir haben dir gesagt, du kannst feststellen unter Wasser, du kannst feststellen hier auf dem Boden, auf dem Berg mit dem Luftdruck, wie du es ja richtig gesagt hast, ja. Aber die Bedingung, dass du einen Druck hast, ist doch ein Behältnis. Ohne Behältnis kein Druck. Das ist die Grundvoraussetzung. So, und jetzt musst du halt, und das sagen ja eigentlich amerikanische Globus Anhänger, also die jetzt, sag ich mal, gegen die Flacherdler da immer ankämpfen, die sagen, das Behältnis ist die Gravitation. Das sagen die. Du hast eigentlich gar nicht das Memo gekriegt, was eigentlich deine Seite, wenn ich definiere das jetzt mal, dass du Globus-Anhänger bist, dass deine Seite sagt eigentlich, das Behältnis, weil sie wissen, sie brauchen ein Behältnis, das Behältnis ist Gravitation. Ja, so, und jetzt sagst du, ey, was ist denn das für eine Überlegung, Gravitation, das Behältnis, so, ja, so, du wirst dich jetzt auch am Kopf kratzen und sagen, das habe ich auch noch nie gehört, ja, aber guck dir die amerikanischen Anti-Flat-Earther an und wenn du die dann fragst, was ist denn das Behältnis auf eurem Globus, ne, dann sagen die, Gravitation. Und dann müssen wir alle lachen, ja, weil wie kann denn eine Beobachtung ein Behältnis sein, ja? Funktioniert ja nicht. Das ist ja ein Prozess, ein Effekt, den sie sozusagen als Behältnis definieren. Und das ist halt dieses, wie du sagst, Strohmann oder eigentlich Gaslighting und Red Herring und so weiter. Ich finde das immer wieder spannend. Ich finde das super interessant, wie kreativ die Seite ist, anstatt sich hier, wie Goethe sagt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Guck doch hier auf die Erde und mach doch erstmal deine Prüfungen. Gibt es gekrümmtes Wasser, dann zeigen die mir irgendwie so einen kleinen Tropfen auf dem Blatt. Ja, dann sage ich, ja, schönen Dank. Aber zeig mir das doch mal in deiner Badewanne oder in einem See oder am Meer. Ah ja, da hinten, das Schiff geht unter. Da sehe ich so, also das sind ja immer irgendwelche Ad-hoc-Hypothesen, die sie kommen. Und ich weiß nicht, ob du meine Vorträge kennst, die Weltenlüge 1 bis 6. Ja, da sind ja ganz viele Sachen drin, wie halt die Heliozentriker sich immer wieder was Neues ausdenken müssen, weil sie ertappt worden sind. Das nennt sich ja immer die Torpfosten verschieben. Ja, mit diesem Eratosthenes, ja, der Grieche, das war ja kein Grieche, in Ägypten. Ja, übrigens, Rico, hast du doch letztes Mal, glaube ich, dieses Video gebracht von diesem Typen, der da auf YouTube das gemacht hat. Genau. Und ich habe mich schon gefragt, ich so, der hat noch nicht mal richtig recherchiert. Als er dann dieses Eratosthenes gesagt hat, dann hat er ja gesagt, Alexandria und Cyene. Vielleicht guckt euch das mal an. Cyene. Der hat einfach nur die Stadt übernommen aus dem Englischen, aber anstatt sich mal zu fragen, heißt die auch so?
das ist für uns in Deutschland heißt es Assuan. Die Stadt hieß Assuan, wo er das gemacht hat, und Alexandria. Aber er hat sich einfach es billig gemacht. Och, ich lese mir das mal gar nicht größer durch. Das habe ich irgendwo auf so einer Seite gelesen. Das ist der Beweis und habe es einfach 1:1 übernommen. Ja? Ich habe in meinem Vortrag Assuan reingeschrieben. Ihr könnt mal reingucken. Assuan und nicht Siene, wie die Amerikaner es da gemacht haben. Sayin heißt das ja auf Englisch. Sayin. Aber es heißt Assuan bei uns in Deutschland. Aber so viel dazu. Weißt du, Kai, ich finde das super, aber fang doch einfach mal mit den kleineren Sachen an und lass dich doch nicht irgendwie veräppeln, dass sie dir erzählen, da gibt's einen Gradienten und das ist kein absolutes Vakuum und so weiter und so fort. Ja, so, sondern mach doch einfach den Test, ob du irgendwie Druck ohne Behältnis hinbekommst. Und vielleicht bist du ja der Erste, der das hinbekommt. Ich habe es nicht hinbekommen. Und für mich ist das ein ganz offensichtliches Problem, dass ein Globus in einem Weltall überhaupt existieren kann. Wir haben ja schon gar nicht drüber gesprochen, dass es sich hätte überhaupt bilden können. Ja, die vergessen ja immer, die fangen ja erst immer im dritten, vierten Kapitel der Geschichte an, ohne den Anfang eigentlich zu erzählen. Ne? Würde ich beim Film auch nicht machen, sondern die fangen mitten im Buch an. Da ist die Erde, so ist sie geschaffen worden vor 4 Milliarden Jahren und so bla bla blub. Ja? Aber eigentlich ist das ja nicht der Sinn, wie man mit der Sache umgeht, sondern man fängt doch vorne an und arbeitet sich vor. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil du kannst nicht erklären, wie ein kleines Partikelchen auf einmal so viel Kraft entwickelt hat, dass dann auf einmal so ein großer Ball draus geworden ist. Ja, so, und das sind halt, was soll ich sagen? Also du kannst gerne daran glauben, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, aber bitte erwarte nicht von uns, dass wir halt diese Märchenerzählungen einfach so 1:1 übernehmen, weil ich bin eher ein Freund von nachweisbar, ja, dass man das belegen kann, was man behauptet, ja. Und wenn mir einer sagt, ich habe 1 Million auf dem Konto, dann soll er mir das doch beweisen, ist doch ganz einfach, ne? Aber wenn er mir das nur erzählt und dann sich nicht mal eine Cola leisten kann, dann ist das halt ein bisschen problematisch. Ja, aber wir sind jetzt ein bisschen von dem Punkt abgewichen. Du wolltest irgendwas erzählen von wegen ein Ball fällt runter und dann erklärt die eine Person, das sei Gravitation und dann bist du abgewichen. Ich glaube, du wolltest noch eine zweite Person einführen, die das alternativ erklären kann. Das würde ich nur gerne hören. Nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Wir beobachten etwas, ein Ball fällt zum Beispiel runter, dann kommt die eine Person her, die sagt, das sei Gravitation und dann bist du leider vom Thema abgewichen. Dann, das ist ja, also, wir haben ja erster Punkt, was ist das Naturphänomen, was wir sehen? Okay, der Ball fällt runter. Dann sagen wir, okay, ich meine, das ist deswegen. Und das ist jetzt zum Beispiel das Thema Gravitation. Ich bin ja deswegen abgewichen, weil du ja Anziehungskraft mit Gravitation gleichsetzt. Ja, genau. Was ja eigentlich erledigt ist. Das darfst du gar nicht mehr anwenden. Deswegen war aber eigentlich dafür nicht die Diskussion. Dafür war eigentlich das Argument erledigt. So, aber so. Jetzt gehst du hin und entwickelst ein Experiment, wo du sozusagen diesen Effekt komplett isolierst von allen anderen, sag ich mal, Einflussmöglichkeiten. So, jetzt zeig mir doch mal, wie du alles auf der Erde ist elektrisch, egal was du hast. Jetzt zeig mir doch mal, wie du etwas, egal ob es im Vakuum fällt oder ob es im Wasser fällt, zeig mir doch mal, wie du dieses Experiment so aufbaust, dass du es von allen anderen Einflüssen isolierst, dass du nur sagen kannst, deswegen fällt es. So, und dann musst du das Kontrollexperiment machen, also wie falsifizierst du das? Und diese ganzen Sachen, die kannst du gar nicht mit der Gravitation machen. Ja, und deswegen ist es einfach nur ein Konzept und eine Pseudowissenschaft und ein mathematisches Konstrukt. Was ist deine Erklärung, dass Sachen runterfallen? Also fallen alle Sachen runter? Also wenn ich jetzt einen Ball nehme, fällt er durch die Luft, richtig? Ein Ball, ja. So, und wenn er aufs Wasser aufplatscht, fällt er dann weiter durchs Wasser? Ja, das schwimmt wahrscheinlich. Dann schwimmt er. So, wenn ich den Ball jetzt nehme und ich zieh den mit unter Wasser, richtig runter, dann ist er ja unter Wasser mit mir. Ja, dann steigt er auf, schon klar. So, und dann lasse ich ihn los, geht er dann weiter runter oder geht er nach oben? Haben wir Archimedes-Prinzip, ja? Also wegen der Dichte. Auftrieb und dann relative Dichte. Das Wort ist nicht Relativität, sondern relative Dichte. Immer Relation. Relative Dichte heißt, natürlich kann ich
wenn ich ein leichteres Gas als die umgebende Luft habe, steigt es auf. Habe ich ein dichteres Gas in einem Ballon, dann fällt es natürlich zu Boden. Habe ich ein Gas, was exakt der Umgebungsdichtigkeit entsteht in einem Ballon, dann schwebt der. Ja, so. So kann ich relativ einfach diese ganzen Dinge erklären und gleichzeitig, wenn ich jetzt noch Anziehung haben will, warum geht es, viele sagen ja, warum geht es denn nicht nach oben an sich? Ja, aber das haben wir ja gesagt, relative Dichte, wenn ein Stein ist nun mal dichter als die umgebende Luft und wenn du einen Stein hast und da würde jetzt auf so einen Sandboden fallen, einfach einen ganz feinen Sandboden, dann würde der Stein liegen bleiben. Würdest du aber denselben Stein ganz, ganz dicht haben, dass er richtig klein wird mit derselben Masse, wie er in groß wäre, dann würde er sich durchfressen durch den Sandboden. Ja, weil er einfach zur relativen Dichte, der geht immer weiter. Alles will zum Equilibrium. Ja, das heißt, ja, genau. Will immer Ausgleich haben. Deswegen sagen wir ja, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Alles ist im Ausgleich. Immer, ja. Alles ist im Ausgleich. Darf ich was dazu sagen? Wie bitte? Ja, klar. Also wir haben jetzt ja die Beobachtung, dass ein Stein in der Umgebung von Luft nach unten fällt. Mhm. Dann kommt quasi meine Seite her und sagt, es liegt an Gravitation und deine Seite sagt, es liegt an der Dichte, relativen Dichte zur Umgebung. Nicht nur. Ich stelle jetzt ein Experiment ein, womit man quasi eine der beiden Erklärungen ausschließen kann und sodass nur die eine Erklärung übrig bleibt, also wie man das falsifizieren könnte. Ja. Aber schau doch mal. Ja. Ganz kurz, ja. Ich zeige dir mal, Kai, ein Experiment, wo wir gehen davon aus, die Richtungsanweisung, also warum die Frage ist nicht beantwortet von mir. Nein, ja, warte mal, aber warte doch mal kurz. Jetzt, ich frage dich mal eine Sache. Was ist denn, wenn es sowas gäbe wie Gravitation, also gibt es ja nicht mehr, die Erdanziehung... Also wird die Frage von mir jetzt beantwortet oder ihr nicht? Wir kommen dazu noch. Okay, gut. Ich wollte doch jetzt was gerade sagen dazu, pass auf. Ja. Für dich... Wenn du jetzt logisch denkst, wenn es diese Erdanziehung wie nur eine Magnetkraft von der Erde gäbe, was wäre denn einfacher festzuhalten? Einen schweren Stein? Oder wäre es einfacher, einen Heliumballon festzuhalten? Für mich als Mensch in der Hand festzuhalten? Nein, die Erde, die Gravitation. Wenn du jetzt dir vorstellst, da ist eine Kraft, die anzieht. Ach so, die Erde, was die Erde leichter festhalten kann. Was? Nein. Die Erde ist doch das. Die Erde ist doch dieser riesige Magnet. Nennen wir das einfach wie so ein Magnet. Ja. So der zieht doch. Ja, du sagst doch, das ist Erdanziehungskraft. Ist doch eine Anziehung. Ja. Ja. So. Ja. Was ja. ist denn einfacher festzuhalten? Ein schwerer Stein, der 10 Kilo wiegt, oder ein Heliumballon, der nur 10 Gramm wiegt? Der schwere Stein ist leichter festzuhalten. Ist leichter. Leichter festzuhalten, ja. Also es ist nicht so mühsam, den Stein festzuhalten, als den Heliumballon. Also nochmal. Ja, du willst hier ein Wortspiel aufbauen, von wegen mit leichter festhalten und dann leicht, deshalb ist die Masse leichter, irgendwie sowas. Das sind halt nur Wortspiele, tut mir leid. Ja gut, also wenn du nicht diese Frage so beantworten kannst, wie sie eigentlich zu beantworten wäre. Also ich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel... etwas in der Hand halte, einen 10-Kilo-Stein oder ich halte einen Luftballon in meiner Hand, sag ich, der Luftballon ist für mich leichter festzuhalten. Und ich glaube, okay, dann andere Frage, was ist für dich, Moment, was ist für dich leichter hochzuheben, 10 Kilogramm oder 1 Kilogramm? Leichter hochzuheben? Ja. Ja, 1 Kilogramm. Also, jetzt habe ich mir selber ins Knie geschossen, ja doof. Ja, stimmt. Ja, so, aber so und deswegen, also ich will dich doch gar nicht ins Boxhorn jagen, so, sondern ich will dir nur sagen, versuch diese Denkschranken wegzunehmen und versuch wirklich frei, eigenständig dir ein Bild über eine Sache zu machen, was für dich nach deinen gottgegebenen Sinnen wirklich sinnvoll ist und logisch ist. Ja, gar nicht, ja, es geht aber nicht um mich oder um meine Kevin noch oder Rico. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Mach du mal, Kevin, wenn die Frage beantwortet. Ja, ich habe die Frage noch im Kopf und zwar, wie man jetzt eins der beiden Erklärungen für ausschließen, also die eine ausschließen kann und die eine für sich behalten kann.
beweisen kann. Und zwar hat ja Xerox jetzt schon Elektrik und Elektrostatik noch reingebracht. Und zwar ist jetzt die diese Dichte und der Auftrieb mal das, was alle Sachen sortiert. Aber es gibt einen Bias, einen grundlegenden Aufgang von mehr von 100 Volt pro Meter. Und es gibt einen sehr geringen von 10 hoch minus 36, ich glaube, die Einheit ist Picoampere, Verlauf und einen ganz leichten Bias nach unten. Also unsere Gravitation ist zusätzlich zu der Dichte und Auftriebssortierung, ist dahinter ist noch, dass ein leichtes Feld von der Erde, die neutral ist im Vergleich zum Himmel mit 100 Volt pro Meter Anstieg. Das kann man auch von der Mainstream-Physik hören. Nur sagen die Physiker wie Walter Lewin, dass das eben nur auf der Erde vollzieht und dann ab einer gewissen Höhe ändert sich das Ganze in ein Phänomen, was wir eben gar nicht erklären können, deswegen gar nicht zeigen können. Deswegen ist es schwierig, die beiden Modelle überhaupt aufzuwiegeln, weil Gravitonen oder dieses Modell mit der dunklen Materie ist ja nie gezeigt worden. Aber wir können den Richtungsvektor umkehren. Und da geht es jetzt eben darum, wenn du doch die Ursache von Gravitation finden willst, dann, wenn du den Richtungsvektor umkehren kannst und Dinge nach oben fliegen lassen kannst und auch zeigen kannst, wie du das machst, dann haben wir doch die Ursache. Und das passiert eben genau dann, wenn man dieses Feld umkehrt und ein Feld induziert, das heißt Van de Graaff-Generator, indem man das Feld umkehren kann und dann kannst du kleine Teilchen, weil alles elektrostatisch geladen ist, Holz, Plastik, kannst du alles nach oben biegen lassen, wenn du den antreibst. Und bis zur Bowlingkugel habe ich schon gesehen, du brauchst aber einen heftigen Generator dazu und du schaffst es jetzt nicht, Menschen schweben zu lassen, weil du dann ein riesiges Feld bräuchtest und das Feld der Erde ist ja immer noch da. Und das mal anschauen, diesen Van de Graaff-Generator, das elektrostatische Feld ist zusätzlich zu der relativen Dichte immer gegeben. Und es funktioniert auch nicht, dass wir so ein Feld auf einer Sphäre erzeugen können, denn auf einer Kugel würde dieses Feld mit einer zunehmenden Höhe immer weiter sich ausweiten. Aber dieses Feld ist gleichbleibend nach den Messungen. Und das ist ein sehr guter Hinweis auch auf die Fläche und wie jetzt auch so diese Platten funktionieren. Wie heißen denn diese Platten, die Gaußsche Platten. Ja, aber jetzt nochmal, um den Punkt zurückzukommen, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte. Also, Xerox, nochmal zu deiner Dichte-Theorie, also dass Sachen nach unten fallen wegen der umgebenden relativen Dichte. So, jetzt nehmen wir eine Testmasse und wiegen die einmal ganz unten auf Meereshöhe. Und dann messen wir irgendein Gewicht, sagen wir mal 1 Kilogramm. Und dann nehmen wir die Testmasse und nehmen die hoch mit auf einen Berg, wo sehr weniger dichte Luft umgeben ist. Was messen wir dann mit dieser Testmasse? Mehr oder weniger Masse? Du meinst jetzt das Gewicht? Die Masse ist ja erstmal dieselbe. Genau. Die Masse ist ja erstmal dieselbe. Aber du meinst ja, wenn ich jetzt einen Stein von 10 Kilo hier auf der Wasserhöhe, auf normalen Null, auf eine Waage lege, zeigt sie 10 Kilo und jetzt steige ich auf Mount Everest, stell den Stein auf eine Waage, dann sagst du, wiegt das halt wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ne? So, ja, also habe ich da nicht gemacht. Für mich wäre logisch, wenn eben je höher ich steige, ich halt weniger Luftsäule auf mir habe und deswegen auch weniger Luftdruck ist. Deswegen ist ja für mich auch plausibel, warum ich halt an bestimmten Punkten auf der Erde ein bisschen mehr und ein bisschen weniger wiege. Ja, aber das widerspricht deiner Dichte-Theorie. Du sagst, dass Sachen fallen nach unten, wenn die Dichte größer ist als die umgebende Dichte.
und steigen nach oben, wenn die Dichte leichter ist als die umgebende. Jetzt wird der Dichteunterschied mit dem Bauchstück aber größer. Das heißt, es müsste ja stärker nach unten fallen. Aber warum? Ja, aber das ist doch marginal. Du hast doch meinst du, du wiegst? Was meinst du, deiner Meinung nach? Was meinst du, wiegt? Ich kann dir ein Video schicken, wo das jemand gemacht hat. Wiegt weniger. Nach deiner Theorie dürfte es aber muss mindestens gleich bleiben, wenn nicht mehr. Nach meiner Theorie? Wo wiegt man mehr? Ja, nach deiner Dichte-Theorie. Relative Dichte. Deine Theorie. Warum ist das meine Theorie? Ja, weil du es ja gesagt hast, ich weiß nicht, von wem sie ursprünglich kommt, tut mir leid, aber du hast es hier ins Gespräch gebracht. Das ist keine Theorie. Also du hast doch selber bestätigt, dass wenn ich etwas relativ zu seiner Umgebung fallen lasse, dass das so lange fällt, bis es entweder nicht mehr genug Kraft hat, weiterzukommen, wie zum Beispiel ein Ball auf der Wasseroberfläche, ja, weil dann der Auftrieb zu stark ist, obwohl ja eigentlich der Ball pro Masseeinheit, also Volumen und Gewicht, eigentlich weniger wiegt, als wenn du jetzt Wasser nehmen würdest in der Größe des Balles. Trotzdem schafft es der Ball ja nicht weiter, obwohl er ja deutlich weniger wiegt in dem Sinne. Ja? Drückt sich ja nicht durch, sondern er bleibt ja auf der Wasseroberfläche. Umgekehrt hat er so viel Kraft, der Auftrieb, dass er halt unter der Wasseroberfläche wieder nach oben steigt. Ich verstehe nicht, warum. Das ist doch nicht meine Theorie. Das habe ich doch gesagt, das ist Archimedes. Archimedes-Prinzip. Habe ich etwas... Ja, okay, dann eben nach Archimedes. Ja, aber das ist doch nicht meine Theorie, das ist doch bewiesen. Ja, tut mir leid für diesen Wort. Nein, das ist doch bewiesen. Aber bitte nochmal auf meinen Punkt eingehen. Ja. Ja, was? Was jetzt? Ja, aber was würde ich denn erwarten nach dem archimedischen Prinzip, wenn ich die Masse, wenn ich das Gewicht auf der Bergspitze nochmal messe? Was erwarte ich danach? Keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, ich würde ein bisschen weniger wiegen, aber nur marginal natürlich, weil so eine Luftsäule wiegt ja nichts. Aber warum denn weniger? Das archimedische Prinzip sagt aus, dass der Stein mehr nach unten gedrückt wird, weil die relative Dichte, der Unterschied, mehr zunimmt. Aber ich habe ein intrinsisches Gewicht, eine intrinsische Masse und dann habe ich die Luftsäule, die auf mir drauf drückt. Ja? So. Das merkst du. Ich habe die umgebende Dichte von der Luft, die weniger auf der Zugspitze ist. Das merkst du, habe ich doch gerade gesagt, du merkst doch im Wasser, in deinen Ohren, den Druck exakt, wenn du runtergehst, drückt es immer mehr. Okay, dann in die andere Richtung. Ich nehme den Wasserball und drücke ihn unter Wasser. Dann waren wir uns ja einig, dass der nach oben steigt, wenn ich ihn loslasse. Ja. Aber die Wassersäule wird doch größer, wenn ich den weiter nach unten drücke. Warum schwimmt er dann immer mehr nach oben? Weil der Auftrieb, da geht es doch nicht, das ist doch der Auftrieb. Ja, selbe Prinzip ist doch bei der Luft genauso. Der Auftrieb auf dem Berg oben, auf der Bergspitze, ist weniger als im Bergtal. Der Auftrieb auf der Bergspitze ist weniger als... Kann jemand dem Kai folgen? Ich glaube schon, aber es ist ein Denkfehler. Er glaubt, weil wir die Masse, es ist dieselbe Masse und oben, wenn wir auf der Bergspitze sind, im Gegensatz zum umgebenden Luftdruck, ist ein größerer Dichteunterschied, so wäre man eigentlich schwerer, meint er auf unserem Modell. Aber da hat er einen Denkfehler. Wir sind dichter als wie die Luft, alles fällt nach unten. Warum sollen wir dann schwerer wiegen? So wie es der Zero gesagt hat, der Luftdruck drückt uns ja auch. Deswegen heißt er Luftdruck, der drückt uns ja auch unten. Oben ist es weniger Luftdruck, der drückt uns weniger nach unten. Deswegen dieser marginale Unterschied. Aber weißt du, was ich dir auch noch präsentieren kann? Was eigentlich beweist, dass es elektrostatische Kräfte ist, dass es nach unten geht. So wie der Kevin es gerade... Ja, das kann ich widerlegen. Ziemlich einfach. Widerlegen? Also, ja bitte, mache ich. Also, wir nehmen einen Luftballon und wir nehmen Papierschnipsel in die Hand und lassen die fallen. Dann fallen die ja offensichtlich nach unten. Ja, sind wir uns einig. Dann nehme ich einen Luftballon, blase ein bisschen auf, nicht so wichtig, reift ihn an meinen Haaren. Und dann kann ich ja die Papierschnipsel damit vom Boden wieder aufheben. Die kleben dann am Luftballon, oder? Ja. Genau. Ja. Und dann nehme ich den Luftballon und lasse ihn einfach los. Dann fällt er ja auch zu Boden, oder? Ja, und was hast du jetzt widerlegt? Genau, und jetzt kommt der Widerspruch. Die Papierschnipsel fallen zu Boden,
wenn es elektrostatisch sein müsste, müssten die also unterschiedlich geladen sein, der Boden und die Papierschnipsel. Dann der Luftballon fällt zu Boden, weil Boden und Luftballon auch unterschiedlich geladen sind. Aber Papierschnipsel und Luftballon ziehen sich auch an, weil sie unterschiedlich geladen sind. Jetzt haben wir aber insgesamt nur zwei verschiedene Ladungen von drei Fällen. Das heißt, eine von den Fällen muss gleich geladen sein und sich trotzdem anziehen. Widerspruch. Ja, und was hat das jetzt wir reden doch eigentlich über Globus und flache Erde. Was hat das jetzt denn, wenn du jetzt da einen Widerspruch siehst, was beweist das oder widerlegt das denn? Dass die elektrostatische Theorie widerlegt, dass die halt nicht stimmt. Also, dass sag das nochmal, den Widerspruch, weil ich nur, dass der Luftballon schwerer ist immer noch. Mhm. Da geht die Dichte dann... Aber ich konnte das dem auch ehrlich gesagt nicht folgen, aber ich erkläre nochmal. Also was soll ich jetzt widerlegen? Die Dichtetheorie oder das mit der Elektrostatik? Achso, du hast alles, also ja, dann widerleg, was du widerlegen willst. Mach alles widerlegen. Ja, komm. Es war alles durcheinander. Sorry, was genau nochmal? Du meintest ja elektrostatische Kräfte, kannst du widerlegen. Ja, komm. Genau. Okay. Widerleg mal deine Elektrostatik. Ich versuche mal eure Seite wiederzugeben, dass wir in einem Punkt einig sind. Also ihr sagt, der Sachen fallen nach unten wegen Elektrostatik. Nein. Ja, sondern? Nein. Dichte. Ich gesagt, erstmal relative Dichte. Die Elektrostatik, hat doch der Kevin vorhin gesagt, ist sozusagen der Vektor. Der Vektor, der sagt, es fällt nicht nach oben, wie manche ja immer kritisieren, sondern nach unten. Diese leichte, sage ich mal, dieser leichte Einfluss nach unten liegt eben an der Elektrostatik. Stell dir diesen riesigen Luftballon vor, wie zu sagen. Die Erde ist eine riesige Oberfläche und die hat eine Ladung. Und jetzt will etwas sich immer entladen, was geladen ist. Ja, und dann kommt das Blatt Papier, dieses Stückchen Papier, und fällt zu Boden. Zack. Und sobald es dann da ist, dann ist es gegroundet, dann ist es halt am Boden, dann ist es ausgeglichen. Und jetzt kommst du mit einer Stricknadel oder wie du gesagt hast, mit einem Luftballon und jetzt hebst du das auf. Also du hast ja eigentlich nicht die Elektrostatik widerlegt, sondern deine schon abgelaufene Gravitation, weil die Elektrostatik, sagt ja Walter Levin, ist 10 hoch 36, Faktor 10 hoch 36, stärker als die Gravitation. So, das widerlegt... Wie bitte? Als die Gravitation behauptet zu sein, weil die... Genau, als die Gravitation behauptet zu sein. So, das heißt, es widerlegt ja schon alles, was du eigentlich auf der Erde siehst, gekrümmtes Wasser angeblich und was es so alles Gekrümmtes so gibt, ja. Aber diese ganz schwache Stricknadel überwindet, ja, wenn ich die am Kopf reibe, überwindet die starke Gravitation. Nee, die Gravitation ist 10 hoch 36 mal stärker. Ja, und genau. Alles sagt doch der Walter Levin. Der Walter Levin, guckst dir den doch an. MIT-Professor. Ja, MIT-Professor, ehemaliger. Ne? Ehemaliger, genau. Der sagt, hier auf der Erde und bis mehrere tausend Kilometer in die Höhe wird alles durch elektrische Kräfte zusammengehalten. Ja, nicht wir sagen das, Walter Levin, MIT, Ex-MIT-Professor, einer der Koryphäen auf diesem Gebiet. Und weil die Elektrostatik nur so schwach ist, bringt es nichts, die beiden Sachen gegeneinander aufzuwiegen, was ich glaube, was Kai versucht zu machen, oder? Ja, ich versuche nur zu verstehen, weswegen jetzt Sachen runterfallen, wegen der Dichte oder wegen Elektrostatik? Eine Mischung aus beiden, so wie ich das verstanden habe, oder? Nein, klar, also du hast drei Phänomene, Auftrieb, weil du hast ja Auftrieb, du hast Bälle im Wasser, die hochgehen, du hast Heliumballons, die hochgehen. Der Heliumballon hat nun mal eine geringere Dichte im Vergleich zu seiner Umgebung, also will er in sein Equilibrium, das liegt aber nicht unterhalb, wo es dichter wird, sondern wo es dünner wird in der Atmosphäre. Er steigt so hoch, bis er oben angekommen ist und dann da oben verbleibt und dann macht er Puff. Okay, ja. Also zum Auftrieb. Die Formel für Auftrieb beinhaltet Gravitation. Wie erklärt ihr das euch ohne Gravitation in Auftrieb? Nein. Doch. Auftrieb? Ich habe die Formel hier offen. Geh mal Rho mal Volumen. Also bestimmen jetzt mathematische Formeln jetzt mit Gravitation die Wirklichkeit.
Also geh doch mal in meine Präsentation. Also guck dir mal kennst du meine Vorträge, die Weltenlüge? Ich habe ein paar Teile gesehen, aber bin noch nicht ganz durch. Guck dir den dritten Teil an, da kommt ja das Thema, da hast du doch beide Formeln. Einmal die Newtonsche Gravitation, die abgelaufen ist, aber die gerne alle benutzen, und das Coulombsche Gesetz der Elektrostatik. Guckst du dir an und dann guckst du dir nur die Buchstaben und die Zahlen an und dann sagst du, ist ja exakt dieselbe Formel. Ja, nur dass Elektrostatik in beide Richtungen funktioniert. Abstoßen, wie man so schön sagt, und anziehen. Und die Gravitation hat nur einen Richtungsvektor, nämlich anziehen. So, und dann guckst du dir das Video, was ich da mit angeknüpft habe, von Walter Levin, und der erklärt ja ganz schön, habe ich auch alles schön auf Deutsch übersetzt, steht da alles drin, und dann kannst du dir das anhören, und dann kannst du dich mit ihm streiten, dass die Elektrostatik mit Faktor 10 hoch 36 größer ist als die angebliche Gravitation. Die Elektrostatik ist ja schon sehr gering. Jetzt stell dir mal vor, beim Faktor 10 hoch 36, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, mit Vakuum, neben irgendeiner Atmosphäre. Wenn du aber so geringe Drucke hast, ist natürlich ein kleinster Unterschied exorbitant hoch. Ja, so, und deswegen kann etwas sehr, sehr, sehr klein sein, aber der Unterschied trotzdem exorbitant hoch, wie wir gerade festgestellt haben, 10 hoch 36 Elektrostatik und die allgemeine Gravitation, die da irgendwo sein soll. Ja, so, das ist doch nicht schwierig zu verstehen. Und ich möchte noch ein Experiment dazu zeigen, weil mit Elektrostatik kannst du Dinge erscheinen lassen, als ob sie schwerer ist. Hier haben wir einen Knopf, der an einem Helium, also an mehrere Heliumballone hängen, und das Gewicht nachher so ausgeglichen ist, dass es in der Luft gerade schwebt. Ich spiele das Ganze ab. Der Knopf hier ist an einem wandergrafischen Generator angeschlossen, und es wird jetzt durch diesen wandergrafischen Generator positive statische Ladung hinzugefügt. Und schauen wir mal, hier passieren wird. Es ändert sich nichts an der Masse, aber wir sehen einen gewissen Effekt hier. Wir sehen, dass jetzt nachher der Knopf nach unten fällt und jetzt am Boden bleibt. An der Masse hat sich jetzt nichts geändert, nur die elektrostatische Ladung. Wir gleichen es jetzt aus, also wir entziehen jetzt die positive statische Ladung, und wir sehen, dass es wieder nach oben steigt. An der Masse hat sich nichts geändert, nur durch statische Ladung haben wir jetzt aufgezeigt, dass jetzt es stärker zum Boden angezogen wird. Wie schon vorher gesagt, die elektrostatischen Kräfte hier auf der Welt sind sehr minimal, aber die sind trotzdem 10 hoch 36 mal größer als wie die sogenannte Gravitation. 10 hoch 36 ist ein Einser mit 36 Nullen. Das muss man sich überhaupt mal vorstellen. So viel größer ist die elektrostatische Kraft. Nur zum Vergleich, wenn Gravitation existieren würde. Wie soll man jetzt dann ein Experiment jetzt dann aufstellen, wo man jetzt elektrostatische Ladung jetzt mal isolieren kann und nur jetzt mal mit Gravitation aufzeigen, dass 10 hoch 36 mal kleiner wäre? Geht überhaupt nicht. Genau. Okay. Du musst jetzt versuchen, Kai, die Elektrostatik aus der Gleichung rauszunehmen, um zu zeigen, dass das, was du jetzt siehst, nichts mit Auftrieb, nichts mit relativer Dichte und nichts mit Elektrostatik zu tun hat. Und deswegen. Ja, du hast ja halt gemeint, bei den Papierschnipseln, wenn die auf den Boden fallen, sind die ausgeglichen, oder? Ja, dann ist es dann hat er sich entladen. Wenn ich die dann wieder aufhebe, laden die sich dann wieder auf oder nicht? Nein, also dann habe ich die Elektrostatik in dem Fall schon mal ausgeschlossen. Nein, also, na, pass auf, das Prinzip ist wie folgt. Wir haben einen Potentialunterschied. Es gibt nichts Positives und Negatives als Ladung. Wir bezeichnen das nur so. Das ist wie ein Weinglas. Dann stoße ich dann was ab? Ja, pass auf, hör doch zu. Okay. Eine Weinflasche, die voll ist, will sich leeren. Ein Glas, was leer ist, will gefüllt werden. So, und dann tauschen die gegenseitig ihre Ladung in Anführungszeichen aus. Die eine Flasche ist dann halb voll, das Glas ist dann voll, und dann ist überall in beiden 0,25 Liter drin. Dann haben wir einen Ausgleich. Und so ist das. Und dann wird das Glas wieder ausgetrunken, und dann ist das wieder entleert, und dann kommt wieder die Flasche und will wieder sozusagen. Und so musst du dir das vorstellen. Nur, was wir messen, ist nicht positiv, negativ, weil diese Atome, Elektron, Proton, das ist ja auch nur ein Konzept, sondern wir messen die Potentialunterschiede. Die Unterschiede, und das bezeichnen wir dann in unserem
Gebrauch, in unserem Sprachgebrauch als positiv und negativ, hat aber nichts mit positiv und negativ zu tun, gibt nichts auf der Erde Positives oder Negatives, sondern das ist einfach, es will geladen werden oder es will loswerden, wie ein Donner, ein Blitz will sich entladen und dann lädt sich die Atmosphäre wieder auf und dann entlädt es, ja, das ist ganz normal, das siehst du halt überall auf der Erde, dass immer Equilibrium, Ausgleich erreicht werden will. Ja, also dann nochmal zurück zu der Frage, wenn ich die Schnipsel vom Boden wieder aufhebe, nachdem sie ausgeglichen sind, sind sie dann wieder aufgeladen oder nicht? Nein, da ist doch ausgeglichen, habe ich doch gesagt. Jetzt ist es ausgeglichen. Ja, und jetzt kann ich nicht so gut rausgehört. Jetzt kann ich doch wieder mit dem Luftballon, wie du es gesagt hast, an meine Haare machen. Das kann ich doch 100 Mal hintereinander machen, oder? Wenn ich das nicht mache, dieses Aufladen und dann die Schnipsel loslasse, warum fallen die dann nach unten? Haben wir doch gesagt, das ist dann doch die relative Dichte im Verhältnis. Dann, also beim ersten Mal runterfallen ist es die Elektrostatik und beim zweiten Mal nein, die Dichte. Nein, nein, pass auf. Also ich weiß nicht, warum du nicht verstehen willst. Es ist kein Problem. Wir waren alle mal auf dem Ball. Es ist kein Problem, Kai. Es ist nicht schlimm, wenn der Ball nicht mehr existiert. Finde ich auch nicht schlimm. Ja, anscheinend aber schon. Ja, okay. So. Ja, ist ja so. Dein Verhalten zeigt ja, dass da irgendwie mit Zwang irgendwas durchgesetzt werden will. Pass auf, nochmal. Nochmal. Ja, nochmal. Erstmal liegt doch der Schnipsel, du findest den auf dem Boden. Oh, da liegt ein Schnipsel. Jetzt sage ich mir, oh, ich teste mal, ob ich diese Gravitation überwinden kann. Ah, wie könnte ich das machen? Ah, okay, ich lade mal meinen Luftballon elektrostatisch auf. Ja, ich gebe ihm also mehr Potenzial. Jetzt habe ich einen elektrostatisch aufgeladenen Luftballon und jetzt gehe ich in die Nähe vom Papierschnipsel und plopp springt er da dran. Ja? Nach einer gewissen Zeit oder wenn ich den irgendwie auch erde, fällt der Schnipsel wieder runter. Puff. Ja? Wieder. Und das kann ich wieder machen und wieder machen. Das kannst du aber natürlich nur mit so kleinen Sachen machen, wie Kevin gesagt hat, es gibt so ein paar Experimente, die halt ein Kilo oder sowas da hingekriegt haben, aber du kriegst es halt nicht mit riesigen Sachen. Aber das Prinzip ist doch erstmal wichtig, das zu begreifen, dass eben alles möglich ist zu erklären, ohne eine sogenannte Gravitation. Alles, was du siehst, kannst du erklären und sogar den Effekt umkehren, wie wir es ja gerade mit dem Van der Graaf-Generator gezeigt haben. Etwas, was am Boden liegt, kann auf einmal, wenn du halt das Potenzial änderst, fliegt das Papier oben an die Decke und bleibt da so lange, wie halt diese Ladung dieses Potenzial ermöglicht. Ja? Und sobald du das abschaltest, sagt das wieder, oh, jetzt gehe ich wieder zu Boden, weil jetzt übernimmt wieder sozusagen die relative Dichte, weil halt so ein Papierschnipsel, auch wenn es wenig relative Dichte ist, trotzdem mehr Dichte hat als die Luft. Und dann geht es wieder zu Boden. Und dann kann ich es wieder machen. Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich keine, wie man sagt, Raketenwissenschaft. Kai, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht verstanden hast, ich lade dieses Video, diesen Podcast sowieso auch am Sonntag oder Montag auf YouTube hoch. Du kannst es dir gerne nochmal anschauen und vielleicht verstehst du es beim zweiten Mal. Es ist nicht so, dass jeder gleich beim ersten Mal diese ganzen Erklärungen auf Anhieb auch versteht. Können wir alle nachvollziehen, wie der Ciro gerade gesagt hat, wir waren alle selber mal auf dem Ball. Und das mal loszulassen, mit ganz anderen Paradigmen die Welt mal anzusehen, mit den Experimenten, die wir hier anführen oder die hier aufgezeigt werden, was bewiesen werden kann. Und jetzt mal, es ist einfach nur Logik, Fakten, Beweise und was wir hier eigentlich versuchen zu erklären. Ist nicht leicht, einen Ball loszulassen, aber vielleicht klappt es bei dir, wenn du eifrig so weiter suchst. Okay. Kai, ich möchte gerne noch die Bühne freimachen, noch für andere Teilnehmer. Ja, kein Problem. Aber das sind halt diese großen... Aber vielleicht ganz kurz, warte ganz kurz. Kai, ich fand das super, ja? Ist nicht so einfach für viele Leute, das zu machen. Fand ich super. Mach weiter so, immer kritisch alles hinterfragen. Und tu dir mal selber den Gefallen, das ist so ein Tipp. Guck doch mal, dass du nach Lücken im Globus-Narrativ gucken kannst. Ja? Versuch nicht einfach den Globus als gegeben anzunehmen, sondern guck dir doch mal den Globus genauer an, um dann halt diese Widersprüche, die du bei uns finden willst, bei deinem Globus zu finden, dann kommst du relativ schnell dahinter, dass es sehr viele Löcher in dem Käse gibt.
Weil der ist nicht nur aus der Schweiz, der ist sogar von NASA und eigentlich gibt es keinen NASA-Käse. Ja? Okay, ja. Aber super, super Kai, dass du dich getraut hast. Das, ich mache schon 20 Night Talks hier und du bist wirklich der erste Globalist, nenne ich dich jetzt mal ganz, ganz lieb gesagt, ja, der sich hier meldet. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber schön, dass du hier die Fragen gestellt hast. Waren auch nicht leicht, aber ich hoffe, wir haben es klipp und klar gemacht. Für die meisten, denke ich, hier, die hier schon lange dabei sind, ist es verständlich. Aber ich hoffe, ja, du schaust es dir nochmal an und wirst es dann vielleicht dann nochmals verstehen, was wir meinen. Es sind Naturgesetze, die wir hier aufzeigen und Naturgesetze gelten überall und können nicht gebrochen werden. Ja, darf ich auch noch kurz was sagen? Gerne. Ich fand es auch sehr nett, dass ich hochgenommen wurde und auch nicht runtergeschmissen wurde. Und fand ich toll, dass mir meine Fragen so gut wie möglich beantwortet wurden. Wie gesagt, also Lob nur an eure Seite auch zurückgeben, kann ich das nur so. Ich kenne es von anderen Flacherdlern, dass man da eher ein bisschen manchmal dann harsch reagiert und auch runtergeschmissen wird. Aber finde ich sehr positiv, dass das hier nicht passiert. Und Entschuldigung an alle anderen, die hier hoch wollten und ich jetzt so viel Platz und Zeit eingenommen habe. Das war jetzt eigentlich auch gar nicht so die geplante Absicht von mir. Ja, wie gesagt, das war's eigentlich. Lieben Dank an alle, danke, die Fragen Kai beantworten. Danke, Kai. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. So, Leute, ich verabschiede mich auch. Ich habe auch genug geredet, glaube ich. Deswegen gehabt euch wohl alle zusammen, habt ein schönes Wochenende und wir machen das bald mal wieder, Rico. Das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, ja, dass du auch dir die Zeit genommen hast. Super. Ja, danke nochmals. Bis dann. Macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. So, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Wir sind jetzt gerade fast bei der 2,5-Stunden-Marke. Halbe Stunde mache ich noch und dann ist auch für mich schon Wochenende. Ich sehe Danny Sahne. Zeigt auf, Dani, Sahne, dein Mikro ist jetzt frei. Du kannst jetzt sprechen. Herzlich willkommen. Ja, hi. Hörst du mich? Ja, wir hören dich. Grüß dich, Dani. Oder Dani. Hi. Dani, ja. Wir haben auch irgendwann schon mal miteinander gesprochen, schon ein bisschen länger her. Mm-hmm. Da hatte ich mich mal gemeldet. Ich hatte eigentlich ein Thema, das hast du mir aber vor kurzem schon beantwortet, bei dem letzten Thema, da ging es um den Sonnenaufgang, also wie die Sonne untergeht. Und wo ich mit dem Segelflugzeug geflogen bin, habe ich ja dann gesehen, hä, da ist die Sonne ja wieder, ne? Also da sah die wieder genauso aus wie vorher, wo ich dann gedacht habe, wenn die jetzt einfach nur weggehen würde, dann müsste die doch zumindest mal kleiner erscheinen. Aber die sah ja dann eigentlich genauso groß aus wie vorher. Also so wie du gesagt hast, du siehst den Sonnenaufgang, also den Sonnenuntergang zweimal. Mhm. Rico, ich habe eine super Demonstration, wenn du nach dem Video, was ich dich letztens gefragt habe dafür, schicke ich dir bei Telegram. Vielleicht kannst du es dann einblenden parallel, aber vielleicht hast du es auch selber noch mit dem mit der Taschenlampe über dem Dom. Ach so, ja, das habe ich irgendwo. Bitte abgeben, ja, meine. Ja, wie gesagt, diese Frage ist für mich eigentlich auch dadurch beantwortet worden, durch das Video, was du dazu gemacht hast. Okay. Das fand ich ziemlich einleuchtend. Ich habe eigentlich ein anderes Thema. Hm? Weil das jetzt so ganz aktuell nochmal bei mir ist. Ich war nämlich gerade im Bibelkreis. Und ja, also mir auch passt auch zu dem Thema, was jetzt davor war. Also wie geht man mit den Kritikern um? Oder was ist überhaupt der ganze Sinn, warum wir über die flache Erde reden? Warum das überhaupt wichtig ist? Und da gibt es ja diese Punkte, warum lügen die, ne? Also was wird damit verhindert oder was ist der Vorteil, an eine flache Erde zu glauben? Also zum Beispiel, dass ich eben nicht irgendwie so ein Staubkorn im All bin, ne? Mm-hmm. Sondern da gibt es einen Schöpfer, der uns gemacht hat. Aber das Lustige war, in Anführungsstrichen, ich habe mich dann in diesem Bibelkreis dazu bekannt, dass ich das glaube, an die flache Erde. Und dann wird das Thema ziemlich schnell abgewürgt, so nach dem Motto, ja, ist ja nicht relevant und du kannst ja an Gott glauben, so oder so, ne? Und das eigentlich Wichtige ist ja die Botschaft von Jesus und von der Erlösung und so weiter. Und man kann sich ja auch verrennen im Thema. Mhm. Und wo ich denke, das dürfen wir auch wirklich nicht aus den Augen verlieren, finde ich. Das Thema wollte ich einfach mal so aufbringen. Also was ist überhaupt der Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ne, also warum so viel Energie da reinstecken, den Leuten zu erklären, dass was du jetzt beigebracht gekriegt hast, das ist gar nicht so. Ne? Also der Globus, die Evolution, die Dinosaurier und so weiter. Ne? Was bewirkt das bei den Menschen? Weil ich glaube, darüber würde man auch
wirklich viele erreichen können. Also, ne, was ist überhaupt der Sinn davon? Sicher. Und es macht einen sehr großen Unterschied. Ich habe bei dir ja auch gehört, vorher du sagtest ja auch, du glaubst ja an die flache Erde. Es ist ja auch so, ich habe das ganze Thema ja so verinnerlicht, weil ich ja so indoktriniert war, dass ich jetzt nicht mehr an eine flache Erde, also nicht an Kugelerde glaube und nicht an eine flache Erde glaube, sondern ich weiß, dass wir auf keiner Kugelerde sind. Wie das gesamte Weltbild von unserer flachen Erde wirklich ausschaut, kann ich nicht sagen. Aber die Bereiche, die wir erreichen können hier am Boden, können wir ja messen, können wir Experimente aufstellen und wir können ja auch nachweisen, dass wir keine Krümmung finden. Was das Ganze auch bewirkt in unserem Kopf und in unserem Geist, ist, wenn wir gelernt haben, nicht alles zu glauben, was einer erzählt oder in der Schule uns beigebracht wird oder den Medien uns erzählen, sondern es wirklich richtig hinterfragen, lernen wir auch eine andere Ansatzweise auch zu denken. Wir lernen auch wieder, unsere gottgegebenen Sinne auch wieder zu nutzen. Das nächste ist ja auch, wenn wir entdecken, dass hier unsere Welt, unser Universum nach intelligentem Design erschaffen worden ist, ja, dann wissen wir auch, das muss hier einen Erschaffer geben oder einen Schöpfer. Für jede andere, wir müssen ja nicht auslegen, müssen nicht darauf auslegen, dass wir ihn jetzt Gott nennen, aber es ist ja so ein gottähnlicher Form, was wir hier meinen, ein intelligenter Designer. Dasselbe ist ja auch, wenn ich ein Kirchengebäude, eine Kathedrale sehe, weiß ich ja, dass es einen Erbauer gibt. Ich weiß nicht, wer dieser Erbauer ist, aber ich weiß, es muss ja dahinter einen Erbauer geben. Wenn wir uns die Natur anschauen, die Symbiose, unseren Körper, unsere Anatomie mal anschauen, kann das nicht durch Zufall entstanden sein. Viele Genetiker heutzutage sagen ja auch, unser DNA ist nach einem bestimmten Muster, nach einem bestimmten, die DNA-Stränge müssen in einer bestimmten Reihe aufgebaut sein oder aufgereiht sein, damit überhaupt eine lebensfähige Zelle auch entsteht. Kein Experiment auf der Welt zeigt auch mit dieser Ursuppe, mit Elektrizität, wo hier Aminosäuren sich zusammenfinden und dann daraus eine lebensfähige Zelle entsteht. Ist noch nie bewiesen worden. Wir sehen ja auch, dass Leben nur von Leben entstehen kann. Und also das Ganze wird ja wieder zu einem spirituellen Thema, sage ich jetzt einmal, also nicht nur oder biblischen Thema. Wir haben ja auch die Bibelflacherdler oder die Flacherdler, die hier auf Fakten und Naturwissenschaften ihr Weltbild aufbauen. Ich sehe auch, ich blende es hier auch ein, wenn man das Ganze auch erkannt hat, dass es hier sich um eine Lüge handelt bei diesem heliozentrischen Weltbild, dann sehen wir auch, dass hier die freie Energie versteckt wird, weil das funktioniert ja auch hier in unserem Flacherde-Universum. Es wird hier der Schöpfer versteckt, die Spiritualität wird hier bei uns ja auch gar nicht gefördert, wenn wir auch in unserem Schulsystem mal nachschauen. Es werden auch mehrere Gebiete ja auch versteckt. Wir werden ja in einem bestimmten Gebiet ja auch gehalten, wenn wir wüssten, dass es noch weitere Bereiche außerhalb des Eisringes gäbe. Wir würden ja alle dorthin sofort, wenn es nicht diesen Antarktis-Vertrag gibt, wo hier mit aller Gewalt ja auch verhindert wird, dass Menschen hier unabhängig dort forschen dürfen. Ressourcen werden hier versteckt, es werden auch Wissenschaft, also Wissen auch versteckt. Was Antarktika wirklich ist, wird auch uns vorenthalten. Es ist kein Kontinent unten am Ball oder an der Erdkugel, sondern es ist ein Ring, so wie ein Glas mit Wasser, also wo Wasser in einem Glas mit einem Behälter gehalten wird, wie eine Badewanne, volle Badewanne mit Wasser, wird von der Badewanne gehalten, in einem Swimmingpool, mit der Swimmingpool das Wasser gehalten und das Große mit Seen und Ozeanen ist der Eisring, die Antarktis, wo die ganzen Gewässer zusammengehalten werden. Es wird uns auch vorenthalten, dass wir im Zentrum des Universums sind. Auch die wissenschaftlichen Experimente, jetzt auf der heliozentrischen Seite, zeigt auch auf mit Infrarot-Experimente, wie das unser Universum geschaffen ist. Und die sehen auch, dass es auf einer flachen Plane alles sich befindet. Komisch. Und es wird auch uns vorenthalten, dass wir auch was Besonderes sind. Das hast du auch vorher auch angesprochen. Wenn alle Menschen glauben, dass wir auf einer sausenden, brausenden Wasserkugel leben, welches der Sonne hinterherrast mit über Millionen Kilometer die Stunde und es Trillionen von anderen Universen und Galaxien und Sternen und Planeten gibt, dann fühlen wir uns ja auch unbedeutend. Dann ist das Leben ja auch unbedeutend, weil es gibt ja sowieso so viel anderes da draußen. Und wenn man aber sich wieder fokussiert, wir sind im Zentrum des Universums, dann können wir auf uns wieder fokussieren, auf unsere Sinne, auf unsere gottgegebenen Sinne auch wieder fokussieren. Und das ist das, was die Obrigkeit ja verhindern wollen, dass wir anfangen, selbst zu denken. Dass wir anfangen, uns nicht mehr veräppeln zu lassen. Und sie brauchen ich wollte noch das Letzte sagen, sie brauchen brave Sklaven. Damit das System hier auch funktioniert, brauchen sie willige, brave Sklaven, die glauben, dass Geld und alles Mögliche hier alles ist. Aber es gibt so viel mehr und das wollen sie auch nicht. Bitte sehr. Ja, also
das Thema Moral spielt ja dann auch gar keine Rolle mehr. Ich habe vor kurzem so einen Text gelesen, da ging es um diese Agenda 2030, die sie ja verfolgen, und wo das ja alles mit reinspielt, diese ganzen Sachen. Und da steht ja so sinngemäß, es ist alles erlaubt, was möglich ist. So, ne, es gibt eigentlich überhaupt keine Moralvorstellung. Wenn es möglich ist, dann kannst du es auch tun. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache. Es wird ja nicht nur der Schöpfer versteckt, sondern auch wirklich jegliche Moral. Ne? Alles, was möglich ist, kannst du ruhig machen. Ich meine, wenn wir uns fragen. Ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber dem Menschen werden alle Möglichkeiten geboten, aber der Sinn genommen. Und genau das ist ja das Gefühl, was viele Menschen auch haben. Was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Und da entsteht eine Lücke. Und dann kannst du die mit Konsum füllen. Sprich hier Netflix, TikTok, also diese ganzen Social Media, einkaufen, was weiß ich. Also diese ganzen Werte, die uns jetzt vermittelt werden, wie dein Leben gefüllt sein soll. Damit kannst du ja, wie alt du auch wirst, 80, 90 Jahre verbringen, ohne irgendeinen Sinn in dir zu verspüren, irgendeinen inneren Frieden. Du wirst davon ja vollkommen abgebracht. Und wenn du über diese flache Erde darauf kommst, das ist ja gar nicht so, sondern wenn es einen Schöpfer gibt, ist ja egal, wie du, auch wenn du ihn Gott nennst oder wie auch immer, dann ist da ein Sinn hinter und dann beschäftige ich mich auch damit. Also dann hinterfragen die Sachen viel mehr. Also so wie du schon sagst, du hast eine andere Geisteshaltung. Und man führt ein anderes Leben. Man führt ja komplett, also man handelt auch anders. Man, ich will jetzt nicht sagen spiritueller, man handelt jetzt bewusster, weil man weiß ja auch, es hat einen gewissen Einfluss auf die Außenwelt. So wie ich, also wenn du die Welt ändern willst, dann ändere nicht die Welt, sondern nur dich. Und du änderst automatisch auch die Welt. Und so lebe ich auch danach. Und man merkt es ja auch, ich dränge ja auch niemand anderen auf in unser, ich sage jetzt nicht Glauben, aber ich will ja nicht jemand anderen damit aufdrängen, das glauben zu müssen, sondern ich will nur aufzeigen, dass es gewisse Dinge gibt, die Rückschluss folgen lassen. Aha, das heliozentrische Weltbild stimmt nicht. Wenn das nicht stimmt, worauf leben wir? Also die Fragen kommen ja automatisch, wenn man auch richtig nachdenkt und auch die Antworten, die ehrliche Antworten für sich auch gefunden hat. Und genau, und das ist eine ganz andere Haltung als schluck einfach alles, was in den Medien verbreitet wird, sondern forsch mal selber nach. Und übrigens, das habe ich eigentlich in dem Bibelkreis auch so erlebt, so was ja jetzt mein Vorredner da gesagt hat, dass er es gut fand, dass er da jetzt nicht rausgeschmissen wurde. Genauso habe ich das da auch erlebt. Ich habe ganz viele kritische Fragen auch gestellt, also mache ich immer noch. und die haben nicht gesagt, hör mal hier, entweder glaubst du jetzt an Jesus oder du tust das nicht. So, und wenn nicht, dann geh doch woanders hin, ne? Sondern die haben dann gesagt, ja, okay, stell deine Fragen und haben ganz geduldig darauf geantwortet. Nur so kriegt man ja eigentlich auch einen Menschen, der wirklich frei in seinem Geist ist, der das jetzt nicht macht, weil man das so macht, weil dann hast du ja eigentlich das gleiche Programm, was die alle anderen Menschen auch haben, die jetzt an den Globus, an die Dinos und Evolution glauben. Ja, weil man das so macht. So kannst du es ja auch mit der flachen Erde machen. Ja, du bist ja dumm, wenn du an den Globus glaubst oder du hast ja nicht kapiert, dass es Jesus gibt und dass das Wichtigste ist. Mhm. Also egal, mit was für einem Thema du kommst, eigentlich sollte es ja immer darum gehen, dass die Menschen mündig werden, dass sie eben hinterfragen und nicht mit ihren kritischen Fragen abgewiesen werden, sondern, oder dass ich mich auch über andere stelle. Ja, wie dumm bist du denn, dass du an den Globus glaubst? Das andere ist auch, wenn du weißt, es gibt keine Asteroiden, Meteoriten, die eines Tages die ganze Menschheit ja aussterben lassen können durch ihren Einschlag. Wenn du weißt, dass es kein Erdöl jetzt in dem Sinne gibt, dass es jetzt ein mangelnder Rohstoff ist, sondern eigentlich ein wiederschöpfendes Element ist, was sich selbst generiert hier, die Erde. Man sagt ja auch, das Blut der Erde soll es sein. Wenn man weiß, dass es keine Lebensmittelknappheit gibt, keine verschmutzte Luftknappheit und so weiter oder Raumknappheit gibt, dann sind wir auch angstfreier. Und angstfreie Menschen sind nicht leicht zu kontrollieren oder gar nicht zu kontrollieren. Und das ist das, warum wir Flacherdler quasi überall ja auch zensiert werden. Wir werden ja als lächerlich dargestellt. Warum werden meine YouTube-Videos auch nicht automatisch anderen Leuten vorgeschlagen, wenn sie nach diesem Thema auch suchen? Weil es eine ganz, ganz bestimmte Reaktion auslöst bei jedem Menschen, wenn die echten Informationen zuerst mal finden, erstmal selbst logisch mal ansehen und verstehen
und das nächste ist ja auch, wenn man sich spirituell weiterentwickelt. Und das wollen sie ja alles nicht. Und das sind alles automatische Vorgangsweisen, wenn man sich mit der Flacherde auch richtig beschäftigt. Und ich will jetzt nicht sagen, alle Flacherdler glauben jetzt an einen Schöpfer. Nicht alle Flacherdler glauben automatisch an einen Schöpfer. Jeder hat seinen eigenen spirituellen Weg und seine eigene Reise. Und ich will auch niemanden anweisen, zu sagen, ja, das ist so und so. Selbst unter uns Flacherdlern haben wir auch verschiedene Weltbilder oder Weltenbilder. Neige dazu, dass es noch mehr Bereiche außerhalb des Eisringes gibt. Laut der Bibel, die Bibel selbst sagt ja auch nicht aus, dass jetzt nachher beim Eisring jetzt der Dom anfängt. Wer weiß nachher, wie groß unser Universum auch wirklich ist, wo der Dom dann anfängt, nach oben zu beginnen. Ja? Und wir wissen ja, dass es einen Dom oder ein Firmament geben muss. Das war ja einer der Hauptthemen vorher, weil wir ja Luftdruck haben. Deswegen, und jedes Experiment zeigt auf, wo Luftdruck entsteht, nämlich in einem Behälter. Und deswegen wissen wir, dass es auch ein Firmament gibt. Aber wie hoch der ist, wo das ist, wir dürfen ja nicht im Eisring dort unabhängig forschen, um vielleicht dieses Firmament direkt zu forschen, zu messen, um zu sagen, was es wirklich ist. Weil viele fragen ja, aus was besteht denn dieses Firmament? Und keiner kann es mit hundertprozentiger Aussage sagen, was es jetzt wirklich ist. Aber wir sind noch am Forschen. Bis 2041 gilt noch dieser Antarktis-Vertrag. Und ich hoffe danach, dass dieser Antarktis-Vertrag dann sich in Luft auflöst und wir dann unabhängig dann forschen können, unabhängig auch irgendwo hinreisen können und weg von dieser Tyrannei und so weiter. Weil das wollen sie nicht. Sie wollen ja uns in diesem Planetengefängnis behalten. Wie eine Batterie. Ja. Ich will noch eine Sache zum Schluss sagen, weil vielleicht wollen andere auch noch. Gerne. Weil das mich heute so nochmal so richtig, berührt hat. Da hat jemand gesagt, es gibt Leute, die glauben nicht an Gott und an die Errettung durch Jesus, weil das wäre ja zu schön. Also wenn man da sich wirklich mit beschäftigt, was eigentlich diese Botschaft ist, also dieses Opfer, was Jesus gemacht hat, ich spreche jetzt halt so aus dieser Christensicht, ne? Das wäre ja zu schön, wenn das alles stimmen würde, dass es da so einen Schöpfer gibt, der uns über alles liebt, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wie geil ist das denn? Ne? Das kann ich ja gar nicht glauben. Und genauso ist es mir auch mit der flachen Erde gegangen, wo ich am Anfang noch so am Zweifeln war. Da habe ich gesagt, wie geil wäre das denn? So, ne? Wir sind gar nicht hier irgendwie so ein unbedeutender Planet, der durch irgendeinen komischen Urknall entstanden ist, durch Zufall. Und eigentlich gibt es da ja gar keinen Sinn hinter. So, ne? So wenn man eben nicht davon ausgeht, dass da ein Plan hintersteht. Genau. Dann kommt man sich ja so verloren vor, ne? Oder man traut sich schon fast gar nicht darüber nachzudenken, was nach dem Tod passiert, und dann verirrt man sich eben auch in irgendwelche Philosophien oder Buddhismus oder keine Ahnung was, weil man eigentlich, jeder Mensch sucht ja auch nach dem Sinn in seinem Leben. Warum bin ich hier, wo gehe ich hin, was passiert nach meinem Tod? Und es wäre ja zu schön, wenn die Erde wirklich so geschaffen wurde, völlig durchdacht nach einem bestimmten Plan, und wenn es dann eben noch einen Schöpfer gibt, der mich liebt, der will, dass ich eine Beziehung zu dem habe, ja, wie geil ist das denn? Und ich glaube, damit haben wirklich viele Menschen ein Problem, dass sie sagen, das kann ja gar nicht sein. Ne? So, die Welt ist doch so schlecht und es ist doch alles so böse, und das kann doch gar nicht sein, dass das so ein Wunder ist und dass das so toll eigentlich alles gemacht ist. Die nächste Frage ist ja auch, was ist die Seele? Habe ich eine Seele? Das wissen ja viele Menschen gar nicht. Die beschäftigen sich ja nicht mit der Frage. Ich meinerseits schon. Und ich denke, die Seele ist vielleicht ein Teil Gottes Funken. Und wenn wir in den Tod, also wenn wir in den Jenseits übergehen, kommen wir wieder alle nach Hause. Und ich denke, wir alle sind ja alle miteinander verbunden. Weil alle in sich einen Funken Gottes tragen, also auch die Seele. Und es gibt auch draußen Psychopathen, seelenlose Menschen, die brauchen uns. Die brauchen unsere gottgegebene Kräfte, wie unsere Gedanken. Unsere Gedanken haben einen Einfluss auf die Realität, beziehungsweise kann die Realität manifestieren. Und wenn sie alles durch ihr System, durch die Medieninstrumente eine Welt vorgaukeln und wir das sehen und es auch glauben, dann manifestieren wir es ja in dieser Realität, so wie die Menschen auch glauben, auf einer Kugelerde zu leben. Und das brauchen sie, um von unserer Energie, von unserer Lebensenergie oder Seelenenergie zu leben, damit sie auch selber überleben können. Vielleicht ist das der Grund, warum diese ganze Misere ist, weil sie uns als Batterie ja brauchen. Und wenn wir uns da abkapseln, ja, so wie die Matrix, meinst du? Genau, aus der Matrix, können wir wieder
ja, Utopia schaffen, so stelle ich es mir vor, viele meinen, der Rico übertreibt hier oder keiner glaubt daran, ich schon, eines Tages werden wir vielleicht Utopia erschaffen. Und das ist jetzt gerade ein Kapitel in unserer Menschheitsgeschichte, wo wir wieder zu Sinnen kommen. Weil das, was gerade abläuft, das ist jetzt die Apokalypse, kann man sagen. Die Apokalypse ist jetzt nicht so, wie jeder vorstellt, ein Weltuntergang mit Asteroideneinschlag und sonst was, sondern wenn der Schleier sich aufhebt, wenn eine Welt im Kopf zusammenbricht, das ist die Apokalypse, und dann anfängt, umzuschauen, wo man wirklich lebt. Und wenn man wirklich noch richtig Mensch ist, weiß man auch, wie man andere Menschen zu behandeln hat, mit Respekt zu behandeln hat. Und wenn alle auf dieser Weise auch leben, danach, dass es einen Schöpfer gibt, dann würde die Welt komplett anders ausschauen. Nicht so, wie es jetzt heutzutage hier ausschaut. Die westlichen, die Ausrichtung ist halt eine andere. Ne? Das hatten wir heute auch als Thema, wenn du Negativität, und das ist ja das, wenn du, egal welche Medien du einschaltest, es wird ja überall mit Angst gespielt, genau. Mit Negativität. Und wenn du dich darauf ausrichtest, das ist einfach ein Gesetz, dann kriegst du das auch. Und ganz anders ist es ja eben, wenn du an solche positiven Sachen glaubst, wenn du an das Gute glaubst, wenn du an Gott glaubst, an eine sinnvolle Schöpfung, dann hast du doch eine komplett andere Ausrichtung, und das wirkt sich natürlich auf dein Leben aus. Und auch, genau. Wie du schon sagst, wenn das viele so machen, nach diesen Prinzipien zu leben, dann ist ja jeder für den anderen eine Hilfe. Also das ist ja das eigentlich, was Jesus immer wieder sagt. Es gibt eigentlich, wenn du jetzt mal die ganze Bibel ganz kurz fassen willst, die ganze Lehre ganz kurz fassen willst, liebe Gott, liebe dich wie deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja ganz kurz gefasst. Mhm. Aber wenn man das zum Beispiel ernst nehmen würde, wie schön wäre unsere Welt? Genau. Also eben nicht die Ausrichtung auf Angst, was für Katastrophen können alle passieren hier, Klimawandel, hast du nicht gesehen, ne? Atombomben, wie du schon gesagt hast, dann gibst du diesen Dämon natürlich Futter, ist klar. Du bist beeinflussbar durch deine Angst. Genau, richtig. Und das ist halt jetzt die Aufgabe von mir, dass ich den Menschen jetzt allein nur die flache Erde-Thematik aufzeige. Und wir haben jetzt gerade alles erwähnt, wohin der ganze Weg führen kann. Muss nicht so sein. Für jeden, jeder macht dann seine eigene spirituelle Reise, wie es am Ende ausschaut. Ja, das ist sowieso jedem sein eigener Kaffee, sozusagen, kann man sagen. Ja, genau. Und wenn man das so macht, wie du sagst, dass es eben nicht auf Konfrontation aus ist, ne, so ich muss dich jetzt bekehren, ist jetzt egal, ob es um den Glauben an die Bibel geht oder an Jesus oder die flache Erde oder was auch immer. Es gibt ja noch andere Verschwörungstheorien. Also wie viele Leute haben sich auch entzweit in der Corona-Zeit und so weiter, impfen, nicht impfen, bla bla bla. Dann bist du ja schon wieder auf diesem Weg der Spaltung. Ne? Mhm. Und ich glaube, das wollte ich einfach auch nochmal so rüberbringen, darum geht es ja überhaupt nicht. So, ne, wer hat jetzt hier recht, und das müssen wir jetzt beweisen und streiten und so. Genau, aber ich finde, das macht es ja eigentlich echt gut. Mhm. Logik, mal als Rückmeldung. Logik und Spiritualität. Ja, geht ja eins zu eins. Also, das kommt wirklich auch bei dir mal so rüber, dass du nicht so in Konfrontation gehst und so, sondern wirklich immer ganz ruhig, ne? So und so sehe ich das, und so die Beweise gibt es dafür. Und genau. Ja. Wenn du das nächste Mal in dieser Bibelgruppe wieder bist, ja, oder in deiner christlichen Gemeinschaft wieder bist, du kannst den ja auch aufzeigen, also nicht jetzt spezifisch auf das Neue Testament, sondern auf das Alte Testament, weil im Alten Testament gibt es über 200 Verse, die darauf hinweisen, zeigen, dass die Erde bewegungslos ist, stationär und flach ist. Selbst das Genesis erste Kapitel oder Moses erstes Kapitel jetzt auf Deutsch zeigt auch auf, wie unser Universum entstanden ist, nämlich zuerst Firmament, Erde, Raum, Zeit und Materie, und dann Sterne. Am vierten Tag sind ja erst die Gestirne, also Sonne, Mond und die Sterne, ja, in den Himmel gesetzt. Im Gegensatz zum heliozentrischen Weltbild ist es ja umgekehrt. Das ist ja dieses Satanismus, dieser Umkehreffekt. Zuerst sind die Sterne entstanden und dann die Erde. Also es ist auch wieder, alles ist verkehrt herum. Wir leben in einer satanischen Welt. Aber wenn man dieses System, diese Funktion erkannt hat, dann müssen wir nicht mehr in dieser satanischen Welt leben. Ganz einfach gesagt. Gut. Ja, ich glaube, der Sirup hat das mal gesagt. Also du siehst ja auch immer nur das, was du kennst. Also wenn, genau, du wirklich an die Kugel Erde brauchst, dann siehst du die auch überall. Ne? Dann siehst du überall Beweise darin.
Und also dafür ist ja einfach wichtig, auch sich mal mit anderen Sachen zu beschäftigen, weil dann auf einmal gehst du echt anders durch die Welt und sagst so, Moment mal, ne, das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Mhm. Also zum Beispiel auch hier mit der alten Welt, ich gehe jetzt immer durch unsere Stadt, ja, und sehe die ganzen alten Häuser. Ne? Also ich denke mir so, hallo, warum seht ihr das nicht? Ja, vergleicht doch mal die alten Häuser mit unseren angeblich modernen Häusern, fällt euch gar nichts auf? Mhm. So, ne? Und so ist das eigentlich mit diesen ganzen Themen, also die, weil du jetzt gerade sagst, ich soll das da in meinem Bibelkreis mal sagen, ich habe denen das gesagt. Ach so. Und dann sagen die, nein, das ist nicht eindeutig. Also selbst bei dem Thema Firmament, ja, da sage ich, was kann man daran bitte missverstehen? Wie kann man das als Atmosphäre auslegen? Und dann öffnete sich die Atmosphäre bei der Sintflut, die öffnete ihre Fenster und dann kam das Wasser da durch. Was? Ja, und seitdem würde das Wasser dadurch, und seitdem wäre dann da kein Firmament mehr oder irgendwie oder, haben sich rausgebildet. Oder wie Joshua, Joshua hat ja Gott angebetet, beziehungsweise gebeten, ja, bitte lass die Sonne stehen. Er hat nicht gesagt, lass die Erde stehen, sondern lass bitte die Sonne stehen. Für 3 Tage ist die Sonne stehen geblieben. Was, das ist ja auch ein Merkmal darauf, auf welches System, welches Weltbild hier angesprochen wird. Und auch die Menschen damals haben gewusst, wir leben auf einer flachen, stationären Erde, bewegungslose Erde. Was hast du gesagt, wie die Bibelstellen? Hast du das irgendwo, also wo man das nachlesen kann? Gib mal ein mit Joshua und dann nachher mit Sonne stehen. Vielleicht poppt es irgendwo auf, aber wer es weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Kannst du vielleicht den Link irgendwie reinstellen oder so, also wo man das mal nachgucken kann? Wenn ich es nicht vergesse, mache ich es dann danach, ja. Ja, sehr cool, vielen Dank. Ja, ich will jetzt auch gar nicht weiterreden, vielleicht will ja noch jemand was fragen, was sagen. Aber schön, dass ich gemeldet hast, Danny. Oder Dani. Ja, ja, bedanke mich auch. Sehr gut, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. So, liebe Leute, wir haben bald die 3-Stunden-Marke erreicht. Einen lasse ich noch sprechen, wenn ihr noch Lust habt. Es ist schon spät. Wir haben es fast 2:30. Also, wer möchte jetzt gerne was melden, was loswerden, jetzt habt ihr die Chance. Hebt eure Hand und wir können jetzt noch für 10 Minuten sprechen und dann beende ich diesen Podcast für heute. Wir haben hier jetzt B-Water, sehe ich, zeigt auf. B-Water, dein Mikro ist frei. Herzlich willkommen, grüße dich. Hallo Rico, ich wollte mich nur ganz, ganz herzlich bedanken für deinen Live-Chat heute Abend und was du so gesagt hast. Ich gehe mit ganz, ganz viel mit dir in Resonanz und habe ich dir auch schon in der Vergangenheit gesagt, wollte ich dir nur nochmal sagen. Das war es auch schon und super, jetzt schicke ich dich ins Bett. Sehr schön. Ich habe auch neulich dein Video gesehen auf YouTube, fand ich echt klasse, ja, mit der Straße, wie du das so gezeigt hast und dem Horizont und so. Also wirklich ganz großes Lob an dich. Super, und danke. Mach weiter so. Danke, danke. Ja, danke dir. Danke. Nur kurz zum Video möchte ich was sagen, was ich gemacht habe. Ich meine, es ist nicht leicht, solche Videos zu bearbeiten, zu übersetzen, einzusprechen. Ich habe da schon ein paar Wochen gebraucht. Aber es war mir wichtig, das zu machen. Und ich habe auch gesehen, die ersten 2 Tage haben auch gezeigt, nachher wie die Menschen da draußen darauf reagiert haben. Ich habe da ziemlich schnell viele Klicks auch bekommen. Aber ich habe auch gesehen, wie schnell die Zensurkeule auch wieder hier draufgehaut wird. Weil, ich meine, nicht, dass ich jetzt herumjammere, aber ich finde es schon schade, wenn man sieht, ich habe da vor ein paar Tagen mindestens 1500 Klicks gehabt, habe gedacht, okay, die Klicks gehen noch weiter, das Video wird noch weiter verbreitet. Und wenn man jetzt mal das Ganze anschaut, wie viele Klicks ich jetzt habe, sind es nur um die 1133 oder sowas herum, da denke ich mir, okay, muss ich damit leben? Das ist halt nur mal YouTube mit ihren ganzen Censorship halt und finde ich halt schade, dass auch hier die Zensurkeule auf mich drauf, aber das war ja klar, aber wenn es den Menschen, also wenn es dir auch gefallen hat und den Menschen draußen gefallen hat, bitte teilt es weiter, somit hilft es ja auch dieses Thema zu vergrößern, zu verbreiten. Und das ist mein großes, großes Anliegen. Ich verdiene ja auch kein Geld damit. Aber meine Leidenschaft ist es, über diese Thematik, über dieses Universum, in der wir leben, zu sprechen, aufzuzeigen, in was für ein Wunderwelt wir leben. Ja, wir haben noch 10 Minuten, habe ich immer noch. Also wenn noch jemand aufzeigen will, bitte jetzt. Ansonsten ja, werde ich jetzt hier die Sachen zusammenpacken und schon ins Bett gehen, weil es ist ja schon bald 2:30.
Einmal noch, wenn jemand sprechen will, jetzt habt ihr die Chance aufzuzeigen und beende ich das Ganze. Ich sehe den Marc. Marc hat hier aufgezeigt. Marc, dein Mikro ist frei. Du darfst hier als Letzter sprechen und wie schon gesagt, dann beende ich das Ganze noch. Ganz sicher. Hallo Marc, grüße dich. Hallo, grüße dich. Bitte sehr. Und zwar ja. Geht es nochmal um den Luftdruck und um die Barriere. Vorhin bei der Erklärung mit Sirok und so weiter. Also nochmal, es ging ja darum, dass der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Kai. Der Kai, finde ich, nicht verstanden wurde. Und ich verstehe auch eine Sache nicht so ganz. Und da nochmal den Berg zu nehmen, also du hast das Tal und du hast die Bergspitze und na klar hast du einen anderen Luftdruck. Ne? Und dieser ist ja, nimmt ja langsam ab. So, jetzt habe ich vorhin mal gegoogelt, wie man heute sagt. Und dann habe ich auch mehrere unterschiedliche Informationen bekommen. Also, dass der, die erste Information war, dass die Zusammensetzung der Luft gleichbleibend nach oben hin geringer wird. Und dann habe ich aber eine Tabelle gefunden, gleich weiter unten, die gezeigt hat, dass natürlich der Sauerstoff und so weiter ab einer Höhe von 5000 Meter oder so schon so gut wie weg ist. Also dann doch nicht gleichbleibend, sondern unterschiedlich abnimmt nach oben. Und jetzt halt nochmal meine Frage. Also für mich klingt das halt jetzt auch in der Globus-Erklärung relativ logisch, wenn ich dann sage, und immer noch weiter nach oben und weiter nach oben und es wird immer geringer und irgendwann hast du nur noch Stickstoff und dieser Stickstoff ist dann irgendwann bei 1% und irgendwann ist er weg. Und dann kommen wir in diesen Vakuumbereich rein. Ja, das ist jetzt so, wo ich sage, okay, das ist eine Erklärung, wo ich dann vorhin mit dem Kai, wo er, glaube ich, genau das so sieht, wie ich das gerade versucht habe zu erklären. Ist das falsch? Was meinst du, was ist falsch? Du fragst du, was daran falsch ist? Ja, der Sirok, der hat vorhin von irgendeinem Wupp oder von irgendeinem Bang, wo man dann irgendwo durch ist und dann hat man auf einmal das Vakuum, aber wenn das wirklich geringfügig immer weiter abnimmt, bis zu dem Punkt. Dann kommen natürlich für mich noch so Fragen wie, was ist mit Helium, dem Bestandteil und so, wie ist der, müsste ja dann für in dieser Erklärung oben viel höher sein als unten, der Bestandteil in der Luft von Helium beispielsweise so. Oder anderen Helium. Hier siehst du mal ein Video, weil kein Mensch war wirklich oben und hat wirklich jemals das Firmament angegriffen oder war auch wirklich im Weltraum. Hier sehen wir mal einen Clip ungeschnitten, wo wir wirklich in einem durchsehen, dass die Rakete, also die GoFast-Rakete jetzt im Jahre 2014 100 Kilometer hoch aufgestiegen ist und plötzlich abrupt gestoppt wurde. Wie es gestoppt wurde, ist jetzt eigentlich hier egal. Also gibt es auch verschiedene Auslegungen. Ich sage, es hat hier eine Art Plasma oder eine Art dichteres Medium getroffen, wo es dann sofort abrupt stehen bleibt bzw. sich nicht mehr dreht. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, die Kamera neigt sich jetzt zum Horizont hin und wir werden dann ein bestimmtes Objekt hier sehen. Also wunderschöne Aussicht hier und die Kamera dreht sich jetzt und wir sehen jetzt hier ein Objekt in den Himmel. Und das ist jetzt eindeutig, wir haben es auch hier recherchiert, es handelt sich hier eindeutig um den Mond. Und wenn wir uns mal ansehen zu diesem Zeitpunkt, an welchem Tag diese Rakete auch aufgestiegen ist, wo es aufgestiegen ist, sehen wir auch, jetzt hier zum Beispiel auf dieser Karte, auf dieser Mercator-Projektion in Arizona, Amerika ist jetzt die Rakete aufgestiegen und der Mond befand sich jetzt gerade in Richtung Neuseeland, Australien. Und wenn man es jetzt auf einer Kugelerde anschauen würde, dann würde sich der Mond jetzt auf der anderen Seite befinden. Also, wie würde es mal erklären, warum man hier auch den Mond sieht? Ich weiß, dass jetzt die Frage auch nicht beantwortet hat, jetzt das, was jetzt mit dem Firmament zusammenhängt. Wir haben jetzt hier einen Blick gesehen, wo jetzt die Rakete auch abrupt gestoppt wurde und ich gehe davon aus, dass es oben ein Art dichteres Medium gibt,
Was es da das ist, kann ich nicht sagen. Ich habe nicht das Finanzielle, um das jetzt auch herauszufinden. Alles, was wir aus den Geschichtsbüchern, Textbüchern, Sachbüchern lernen, bedeutet auch nicht, dass es auch wirklich eins zu eins auch stimmt. Ist da jetzt wirklich in der Thermosphäre 2000 Grad, was dort herrscht? Die Satelliten, die angeblich hier im Orbit ja bei uns herumkreisen, aus was bestehen diese Satelliten? Aus welchen Medien bestehen sie? Bestehen ja auch aus Eisen, Nickel, mit Goldfolien, also Gold und sonstiges oder Blei. Und wir sehen ja, dass diese ganzen Metalle eine bestimmte Siedepunkt oder Schmelzpunkt haben und die befinden sich alle unter 2000 Grad. Also was stimmt jetzt eigentlich alles? Und das hinterfragen wir uns alles. Und ob das auch wirklich so stimmt, wie sie uns sagen, das ist das Nächste. Und worauf will das hinaus? Es ist ja alles ganz einfach. Also Dichte und Trägheit bestimmt ja, warum Dinge nach unten fallen. Warum die Richtungsanweisung nach unten, das sind die elektrostatische Kräfte, die hier einen großen Einfluss haben, warum es nach unten fällt. Also es ist nur die Richtungsanweisung. Alles andere sortiert sich ja durch die relative Dichte, so wie es der Seadrock auch gesagt hat. Also es muss... Ja, da bin ich ja total bei dir. Und bei den ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast. Nur ist es halt einfach nur dieses, weil ich das Argument ja auch ganz oft bringe mit der Barriere und mit dem verschiedenen Druck. Und das ist einfach für mich auch, wenn ich so logisch mir denke, einfach nicht machbar ist, dass man als Ball mit einer Atmosphäre in einem absoluten oder fast absoluten Vakuum rumschwebt und nicht abgesaugt wird. Also das ist für mich... Ja, und da würde ich auch gerne ein Experiment sehen, weil es heißt ja, am Boden hier ist die Gravitation am größten, weil es ja die Gravitation ist, die die Atmosphäre ja auf diese Erdkugel hält. Also können wir die Experimente hier machen, wo die Gravitation am größten ist. Und dann können wir nachher ein Schuhschachtel-Experiment aufstellen. Also ein Schuhschachtel stellen wir jetzt in eine Vakuumkammer rein, am Boden. Und wir saugen jetzt die ganze Luft jetzt von in der Vakuumkammer aus. Was passiert? Bleibt jetzt die Atmosphäre, die Luft jetzt in dieser Schuhschachtel oder wird auch hier daraus die Luft, beziehungsweise die Luft ausgeglichen und ins Vakuum gehen? Und wenn hier die Gravitation der Grund ist, warum die Atmosphäre ja auch oft auf Boden bleibt quasi, dann müsste es auch hier mit diesem Experiment auch aufgezeigt werden. Aber wir sehen auch, dass hier das zweite thermodynamische Gesetz auch gilt. Und es kann nicht gebrochen werden. Das ist ja das, was wir meinen. Dass unterschiedliche Drucksysteme immer ausgeglichen werden. Und deswegen haben wir auch die Winde. Also ich bin ja vorher nicht dazu gekommen, dass ich den Kai frage, wie Winde entstehen. Und das hat ja auch mit Druckausgleich zu tun. Dass auch hier wird das zweite thermodynamische Gesetz auch gezeigt. Aber ein Weltraum, so wie du es auch gerade gesagt hast, wie soll das funktionieren? Das ist ein nicht absolutes Vakuum. Also ein nicht absolut, wenn ich mich frage, 10 hoch minus 19 Tor ist die Druckeinheit, also Minusdruckeinheit von diesem sogenannten Weltraum. So ein Druckverhältnis kann man hier am Boden nicht künstlich erzeugen. Diese größte Vakuumkammer in Amerika, man sieht in diesem Blockbuster-Film wie Avengers, sieht man diesen großen, riesigen Vakuumkammer, kann nicht diesen Druck, diesen Vakuum erzeugen wie im sogenannten Weltraum. Und aber trotzdem können wir hier Experimente aufzeigen, dass es immer das zweite thermodynamische Gesetz gilt. Es muss eine Barriere dazwischen sein, weil sonst gibt es immer einen Druckausgleich. Und ich würde gerne heutzutage auch noch sehen, wie die Astronautenanzüge getestet werden im Vakuum, weil wir haben nur eine Aufnahme bis heute, die in 60er, 70er Jahre gemacht wurde, wo ein Astronaut sich freiwillig in diese Vakuumkammer gestellt hat und dann man hat gesehen, dass er umgeflogen ist, und hätte man nicht das Experiment abgebrochen, wäre er ja auch gestorben. Und er hat ja auch beschrieben, wie seine Zunge, er hat das Gefühl gehabt, dass seine Zunge zum Kochen angefangen hat. Und wenn wir Vakuumexperimente mit Flüssigkeiten uns anschauen, dann sehen wir, dass diese unter einem Unterdruck zum Kochen anfangen. Und ich suche gerade nämlich nach einem Experiment. Ich meine, im Gegensatz, eine Vakuumdose hat einen Druck. Stellen wir die ISS vor, im Weltraum, also diese Kapsel mit einem Druck, und außenrum entziehen wir die Luft, beziehungsweise erzeugen wir einen Unterdruck, und was passiert? Also sie explodiert. Selbst beim kleinsten Loch
was angeblich auf der ISS ja schon gewesen ist, würde die Dose oder die Kapsel, die ISS-Station, explodieren. Und sie haben uns ja Fotos gezeigt, dass sie es ja mit einem Klebestreifen abgebickt haben, dieses Loch in der ISS. Also Geschichten zeigen sie auf mit CGI, mit Greenscreen und sonstiges, täuschen sie die Menschheit vor, dass sie in Schwerelosigkeit schweben können, fliegen können und sonstiges. Aber schaut man sich nachher nach die Details an, sehen wir auch, dass sie Naturgesetze brechen. Also das beweist schon alles, dass es kein Weltraum existieren kann, beziehungsweise keine Satelliten im Weltraum und sonstiges. Dass sie alles Mögliche nutzen, um uns zu täuschen. Die sogenannten Satelliten im Weltraum sind nichts weiteres als Ballone, also Satelliten, die am Ballone hängen. Und man kann sie googeln, man kann sie googeln. Und NASA, ja, das Problem ist ganz. Bitte, ja. Dass jemand, wenn der sich neu mit dem Thema beschäftigt, du mit diesen ganzen Informationen, du die jetzt. Informationen, die du jetzt gerade hast, natürlich immer überforderst. Hat natürlich. Am Anfang. Aber wenn man sich ganz einfach mal mit so wirklich irgendwelchen News oder so beschäftigt, also ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich auch gepostet, da hat das James Webb einen Wasserplaneten entdeckt, wieder Lichtjahre entfernt und mit einer ganz tollen Grafik dazu, wo dann 100 Grad warmes Wasser existieren soll. Ja, und dann jeder, der sich mal so ein bisschen auch mit diesen Druckverhältnissen und so weiter auskennt, also umso geringer der Druck, umso schneller fängt Wasser an zu kochen. Und alleine diese Story, wenn man sich das einfach mal gibt, 100 Grad warmes Wasser auf einem Planeten, auf einem Wasserplaneten und die Bilder dazu, also das ist einfach alles so dermaßen absurd. Und ISS, wie gesagt, wer die Tomaten geklaut hat und was, wenn man diese Wasserspiele, die da ständig stattfinden, mit Kabeln, die da aus der Wand hängen und wirklich, also ganze Schwämme, die da ausgewrungen werden. Es ist, ja, also normalerweise müsste jeder skeptisch werden. Ja, natürlich. Das wundert mich. Ich würde auch gern in einem Vakuumkammer sehen, wie sich eine Gaswolke entsteht, weil in unserem Sonnensystem, im sogenannten Weltraumvakuum, haben wir diese riesigen Gasplaneten oder die Sonne besteht ja auch selber aus Gas, also aus Wasserstoff, wird es ja fusioniert zu Helium und diese Fusionierung lässt ja das Licht ja erzeugen und sonstiges halt, ja. Aber wie kann Gas im Vakuum entstehen? Und selbst der Jupiter oder Saturn, wie groß muss die Gravitation sein, damit es Gas festhält? Hier auf Erden, Helium und Wasserstoff entflieht ja automatisch nach oben, deswegen steigen ja auch die Heliumballone bis nach oben, bis zu einer Schicht. Und wie groß muss dann die Gravitation sein, dass es nachher das Gas festhält und zu einem riesengroßen Gebilde als Gasplanet sich entwickelt in einem Vakuum? Und das kann nicht vorgezeigt werden in einem Experiment, dass sowas existiert, weil auch hier das zweite thermodynamische Gesetz ja auch gebrochen werden würde. Und ja, hier dieser Clip haben wir gerade, was man hier sieht, sieht man ja, also auch hier blubbelt Wasser in Unterdruck, in einer Vakuumkammer. Und es war eben der Astronaut, der hier sich in einer Vakuumkammer ja auch begeben hat und mit einem Astronautenanzug testen wollte, wie es in einem Vakuum funktioniert, standhalten kann. Und wir sehen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und schauen wir uns die heutigen Astronautenanzüge an. Wie soll es hier standhalten in einem Vakuum mit einer 10 hoch minus 19 Unterdruck? Also, ja. Ja, Fragen über Fragen. Genau. Sehr gut. Na, Marc, hast du noch einen Punkt oder Frage noch? Ansonsten würde ich jetzt hier das Ganze schon schließen. Nein, wir können jetzt mal schließen. Ich muss auch schlafen jetzt erstmal. Sehr gut. Aber Marc, das ist super. Danke, dass du dich gemeldet hast und auch wieder den Punkt hervorgehoben hast. Und ich hoffe, ich konnte den Menschen jetzt auch hier aufzeigen, ja, warum wir aufgehört haben, an die Kugelerde zu glauben, sondern mit Fakten und Logik versuchen, die Welt zu erklären. Gut. Dann, alles klar. Danke dir, Marc. Dann bis zum nächsten Mal. Schlaft alle gut. Super, danke dir. Alles klar. So, liebe Leute, von Kevin habe ich mich auch nicht verabschiedet. Vielleicht ist er noch hier oder vielleicht ist es auch für ihn zu spät. Ja, ich möchte mich beim Kevin und C-Rock ja auch nochmals persönlich bedanken, dass sie auch hier am Anfang ja
den Vortrag gemacht haben und dieses Thema behandelt haben. Auch möchte ich mich an allen Teilnehmern, Zuschauern hier auch bedanken, die es bisher auch geschafft haben und hoffe, dass sie auch was Neues gelernt haben. Gut, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt mal ein schönes Wochenende, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.